So. Alles sicher. Ich komme nicht wirklich weit, ne? Ich muss immer wieder zurücklaufen. Zum Glück hat die Frau Stein ein Helfersyndrom. Man kann bei sowas nicht Nein sagen. Guck mal, Itchy kommt wenigstens rum, ja? Ach nee, Itchy hängt schon wieder bei der Kommune rum. Mein Gott. Er hat wirklich heute ein kleines Drogenproblem, der Itchy. Ich habe ein Katzenhaarproblem im Gesicht. T-Hub. Wird so bescheuert. Aber witzig. Aber wenn die auch Tee anbieten. Das ist schon mal kein Tee, den ich da sehe. Wie viel denn so? Der Lachsmann will mir ja noch Bescheid sagen, wenn er sein Leichenhaus in Betrieb nimmt. Und ich soll ihm ja 4 Betten vorbeibringen. Nun, würde der Rächer sagen. Ich hätte eventuell Verwendung dafür. Ach komm, 20 Schrott. Kaufen wir einfach. Könnte lustig werden. Warte kurz. Guckt jemand? Oh Gott. Hey, hallo, guten Tag. Hier nichts zu sehen. Ja, aber ein Tee gibt es hier. Und das ist Tee. Na gut, okay. Kommt bestimmt noch. Gut. Oh Gott. Als würde ich dem neuen Mann hinterherlaufen. Schlimm. Haben wir alles schon? Nee, das ist ja lang. Nee. Ach so. Hä? Stimmt, die waren noch mit Pferden unterwegs. Wieso haben sie... Naja, egal. Wo haben sie das Auto auf einmal her? Ist das ein geklautes Auto? Naja, ich stelle keine Fragen. Einfach akzeptieren. Passt schon. Nobody ist wieder hier hart am Brennen. So. Wie sagst du dir jetzt Pippi in den Augen? Itchy. Was ist schon wieder passiert? Ich habe schon gesehen, dass du wieder bei den Hippies rumhängst. Ne? Also das mit dem Konsum da, das... habe ich im Auge, ja. Es ist schon 19.11 Uhr. Wenn heute wirklich heute das Bar um 20 Uhr aufmacht, haben wir tatsächlich nicht mehr so viel Zeit. Ja, die Hippies müssen wir auch mal raus aus dem Gebäude. Den ganzen Tag da rumhängen. Nicht gut mit der Nebelmaschine da und so. Oh Gott. FPS, wo seid ihr? Sonst ist hier nicht viel Neues passiert. Zumindest nicht direkt an der Straße. Jetzt so sehen kann. Hat Nani mal weitergemalt? Nee. Das Schild ist neu. Wie viele Schneidereien braucht Wasteland? Ja. Und ob das erlaubt ist, dass da zwei Berufsgebäude zusammenhängen? Aber nicht. Aber gut, die Leute wissen. Ist doch gerade wieder keiner da, ne?
Habe ich Holz dabei? Ich gehe fest davon aus, dass ich den Herrn Schlotzen hören würde, wenn er da wäre. Kann er trotzdem klopfen? Ach, man kann ja hier gar nicht klopfen. Ah, blöd. Also auf der Briefkasten ist bestimmt voll. Sehr, ne, komm, wir schlagen uns richtig. Sehr geschätzter Kollege Dr. Ronny E. Schlotzen. Rettungswache Wasteland soll am Donnerstag eingeweiht werden. Ich würde sie gerne als ärztliche Korrespondenz einladen, einen kurzen Vortrag zu halten. Sprechen doch gerne an. Danke und Dr. Franka Schwein. Ich muss so viel nicht sehen. Und ist er voll? Nach S19. Ja, querfällt ein in die Wüste. Was soll schon passieren? Nachts gar kein Problem. Es ist wenigstens nicht so heiß. Wobei, also die Teehäuser, also ja, es gibt jetzt diesen Tee-Hub und es gibt auch jemanden, der da bei uns direkt gegenüber von der Wache irgendwie Tee verkauft. Aber insgesamt gibt es nicht so viel Tee, finde ich. Also zumindest noch keinen, der wirklich aktiv verkauft wird, weil der eine hatte nur eine Teesorte, der andere verkauft nur Erz, Schrott und Holztee. Und die einzigen, die irgendwie teuren Tee auf Verhandlungs... Oh, ist auch nicht mehr da. Basis verkaufen wäre hier unten gewesen. Dann diesen reinen Tee verkaufen. Es geht. Ja, genau, aber es, so insgesamt Tee im Umlauf ist gar nicht so viel, finde ich. Auch so verschiedene Tee. Weil so viel ich gesehen habe bisher, sind wir zum Beispiel auch die Einzigen, die irgendwie so ein bisschen Heiltee verkaufen. Aber so einfach 20 Meter voneinander entfernt, drei Schneidereien, das ist schon... Muss man erstmal hinkriegen. Wachsel ich hier rum? Wenn ich hier hochgehe, muss ich doch bestimmt auch gleich wieder irgendwo runterspringen. Ich kenn das doch. Das, was er richtet, aber das ist, glaube ich, die Poliz. Ich kenne das Gerichtsgebäude ja noch. Da ist Itchy. Was macht Itchy jetzt hier? Macht mich heute fertig. Sag mal, guten Tag. Kontrollierst du mich oder was wird das hier? Ich laufe hier die Straße hoch. Ich kam gerade von den Hippies und laufe hier weiter. Ich suche die gute Frau Kabeljau, die wohnt ja direkt gegenüber der Hippies.
Ja, na gut, okay. Ich glaube, das da vorne ist das Gerichtsgebäude. Hast du das schon mal Aber. gesehen? Nee, noch gar nicht. Ja, dann gucken wir doch mal. Aber irgendwie scheinen die alle heute im Moment ausgefunden zu sein. Gerade kam mir noch einer der Polizisten entgegen. Der hat sogar das Dienstfahrzeug gesucht. Ja, das steht bei uns in der Wache. Oha. Schönen guten Tag. Hallo. 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 Ah, Sie waren doch der Richter bei dieser komischen Pressekonferenz, ist das richtig? Richtig. Ja, wunderbar. Zu Ihnen wollten wir ganz gerne. Dr. Franka Stein, mein Name. Ich leite die Rettungswachen in Green Falls und in Wasteland. Au. Guten Tag. Oh, dann kommen Sie doch rein. Das ist kein guter Moment, dass das Licht ausgeht. Naja, wir haben ja Lampen. Beilang. Oh, schön sieht das hier aus, Herr Richter. Dankeschön, aber das ist ein bisschen beärgerlich. Warum ist denn das Licht jetzt aus? Tolle Haben Tür. zu lang angelassen. Das ist okay, ich habe Notfall. Danke, ist eine Katzentür. Ja, ich habe auch gesehen, wie Sie unten durch die Katzenklappe durch sind. Das So. ist ja sehr elegant von Ihnen. Haben Sie den da draußen mitgebracht? Nee, also mein Au. Kollege ist hier hinter Ihnen. Nee, das ist mein Kollege, den anderen kenne ich nicht. Oh, Guten okay. Tag. Hallo. Um was geht es denn? So, ich mache erstmal die Lampe aus, die stört ja mal so ein bisschen. Ja, wir wollen uns zum einen einmal vorstellen, ne? Wir sind ja die Rettungswache. Ich bin die Notärztin, die dort arbeitet. Und das ist mein Sanitäterkollege, Herr Payne. Falls Sie mal was Medizinisches haben, ich habe auch schon mit der Polizei zusammengearbeitet und habe Gutachten erstellt, beziehungsweise Atteste. Falls Sie da mal irgendwie Interesse dran haben oder medizinische Hilfe benötigen, sind wir da natürlich gerne dabei. Dann rufen Sie einfach an. Oh, So, das klingt fein. weshalb ich jetzt aber eigentlich da bin, ist, dass ich einen Zettel in meinem Briefkasten habe, wo irgendwas von gewerblichen Steuern gesagt wurde und irgendwas mit Automaten und so viele. Genau. Da wollte ich einmal Ja, nachfragen. aber Sie wurden doch von Herrn Brian bestimmt schon angesprochen. Der meinte neulich was, dass hier jemand als Polizeikraft, nicht Polizeikraft, als Rettungskraft da ist. Ja, genau, Das aber. sind doch dann Sie, oder? Ja, sehr wahrscheinlich. Ich habe noch keinen anderen getroffen sonst. Aber der Herr Brian, also den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und ich hatte dem halt auch schon gesagt, dass wir natürlich auch der Polizei mit medizinischen Aktivitäten zur Verfügung stehen können. Deswegen wollte ich auch einmal nachfragen. Also gilt diese Gewerbesteuer auch für uns? Weil wir sind ja eigentlich im öffentlichen Dienst, so wie Sie auch, Herr Richter, zuständig. Und gelten dem Wohl der Allgemeinheit hier auf der Insel? Oder wie das so ist, weil wir haben ja schon Verkaufsautomaten, muss ich zugeben. Die haben wir ja schon und verkaufen da auch ganz gut. Ja, wie sehen Sie das? Also es kommt darauf an, wie viel Sie da verkaufen und für wie viel Gewinn. Wenn Sie das dort verkaufen für das Allgemeinwohl, dann ist das kein Problem. Aber eigentlich als verbeamtete Institution sind Sie dazu da, dass Sie sogar in den Genuss der Steuereinnahmen kommen, die dann zusammenkommen. Das klingt ja Also Sie hervorragend. als Fraktion, dass die Fraktion hier mit Gerichtsdienerin Nürvi und feiner Katze und die Fraktion der Polizei werden von den Steuergeldern finanziert, so wie unser Sozialsystem und unser allgemeiner Diplomatietopf, wenn ich das so nennen kann. Mensch, das klingt ja richtig kompliziert. Gut, dass Sie den Überblick behalten können, Herr Richter. Das ist toll. Natürlich, Ja, natürlich. wunderbar. Also ich habe das einfach an jeden Briefkasten, den ich gefunden habe, während ich rumgelaufen bin, getan. Ich weiß ja nicht, wer dort wohnt. Wir haben ja kein Einwohnerregister oder sowas. Aber dadurch, dass Sie verbeamtet sind oder eventuell verbeamtet werden und im Dienst der Öffentlichkeit stehen, sind Sie sozusagen das andere Spektrum, wie die Polizei auch. Ja, wunderbar, sehr gut, das klingt toll. Und zu den Verkaufsautomaten, Sie hatten ja gefragt, ob wir das mit viel Gewinn machen. Also wir bieten zum Beispiel drei Verbände für einen Schrott an und zwei Spritzen für 15 Schrott.
Das bringt ehrlicherweise nicht mal so richtig den Aufwand, den Materialaufwand wieder rein. Aber wir wollen natürlich, dass jeder fast freien Zugang zu Medikamenten etc. hat. Das ist uns schon wichtig. Ja, nein, also wenn Sie das nicht mit einer Gewinnabsicht tun, sondern für die Allgemeinheit, ist das natürlich im öffentlichen Sinne. Also dann müssen wir da auch gar nicht großartig drüber reden. Das machen Sie dann sehr fein. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Das klingt doch hervorragend. Aber, Ja, also wenn Sie privat irgendwie noch was betreiben würden oder Ihr Kollege, dann wäre das pflichtig, dass Sie das melden. Aber ich glaube, Sie haben so schon alle Pfoten voll zu tun. Ja, da sagen Sie was. Wahrscheinlich genauso wie Sie. Aber, du verkaufst auch nichts privat, oder? Das weiß ich nicht genau. Ich hab da nichts Privates. Ja, wunderbar. Ich glaube, der ist auch eingespannt bei uns. Wie gesagt, ein Automat darf man einzeln schon betreiben. Das ist nicht das Problem. Wunderbar. Sehr gut, das klingt ja hervorragend. Also, falls irgendwie mal so ein Verbeamtungsdurchlauf stattfinden sollte, stellen wir uns da natürlich auch gerne zur Verfügung und würden uns dann auch quasi einer kleinen Prüfung stellen. Das ist gar kein Problem. Oh, natürlich, natürlich. Ich denke, die Prüfung, also an und für sich, Sie werden wahrscheinlich grundlegend verbeamtet werden, weil wir brauchen ja zuerst jemanden, der Prüfungen mit abhalten kann. Aber dann sind wir eigentlich größtenteils dafür ausgerüstet, all das zu tun. Wir haben dieses Gerichtsgebäude mit den neuesten diplomatischen Dingen ausgestattet. Wir haben die Möglichkeit, größere Versammlungen dort zu halten. Und wir haben auch die Möglichkeit, offene diplomatische Abstimmungen mit Hilfe eines Hammelsprungs an der Eingangstüre abzuhalten. Das sind ja tolle Katzenbilder, die Sie da an der Wand haben. Hier hat Gerichtsdienerin Nürvi, glaube ich, hier aufgehangen. Ich glaube, das Bild hier stammt von meinem Gesetzestext, als ich den gemalt habe draußen. Das ist ein ganz tolles Katzenbild. Toll. Dankeschön. Super. Ich kann mich aber nicht erinnern, wann ich jemals nass war. Also das Wasser weiß ich nicht, wer das war. Also ich wollte gerade fragen, sind Sie nicht wasserscheu, aber vielleicht ist das auch jemand anderes. Mit sehr vielen Haaren. Das kann ja sein. Eigentlich mag ich Wasser. Ich mag es nur nicht, wenn das von unten da ist. Ah, ich verstehe, ich verstehe. Ja, wunderbar. Sehr gut. Also ja, also wenn Sie jemanden brauchen, der diese Verbeamtungsprüfung abhält, stelle ich mich natürlich auch gerne zur Verfügung. Würde dann natürlich meine ganzen Kollegen direkt anmelden. Die müssen da dann natürlich alle durch. Natürlich, natürlich. Ja. Ja, ich bin ja da, Kleinhoffi. Ich gebe mir Mühe. Das ist sehr fein. Ja, wunderbar. Dann war es das eigentlich auch schon von unserer Seite. Was sind das für Geräusche? Das weiß ich nicht. Dankeschön. Ich glaube, das ist Ihre Elektrik, die so langsam wieder in Gang kommt und dann wieder nicht und dann wieder in Gang kommt und dann wieder nicht. Oh, ja, das stimmt. Das könnte sehr gut sein. Bist du denn an? Ach, du bist an. Das erklärt einiges. Du machst nur Der hier ist auch an. Weg. Es ist alles an. Das sollte nicht so sein. Ich weiß nicht, wer die angelassen hat. Dabei drücke ich gar nicht so oft Knöpfe. Haben Sie denn... Obwohl. Ich drücke oft Knöpfe. Das ist auch total in Ordnung. Haben Sie vielleicht noch kurz Zeit, uns eine kleine Führung noch zu geben? Weil ich sehe, durch die Scheiben, die sind ja nicht ganz so geputzt. Natürlich. Ja, wunderbar. Also erstmal haben wir hier draußen unser Hammelsprung. Das bedeutet, für den Fall der Fälle, dass wir hier eine Abstimmung machen müssen, werden hier an den Stellen Wände hochgezogen und dann wird gezählt, wer wo rausläuft. Dann wird die Tür für Ja und die Tür für Nein zum Beispiel genommen. Ah. Und die Leute, die drinnen sind als Bürger, müssen dann abstimmen, ob Ja oder Nein. Und dann die Treppe runterlaufen. Ah. Und hier an der Treppe steht dann jemand, der zählt, wie viele Leute durchlaufen. Beziehungsweise hier an der Stelle steht dann jemand, wie viele Leute durchlaufen, durch welche Tür. So würden wir Abstimmungen machen. Das klingt hervorragend. Und, sehr gut. Ja. Hier haben wir den Gerichtssaal an und für sich. Natürlich mit Verteidigungsbank und Anklage. Und natürlich auch mit einem Richter hier oben. Also, ich bin... Hallo. Hallo, der hat es hervorragend für Sie gemacht. Und dann führt man hier. Ja. Und da sitzen dann Zeugen. Und da drüben
sitzt dann noch ein Gerichtsdiener, der aufpasst, dass kein Mist passiert. Da oben gibt es Zuschauerränge, wo die Leute mit zugucken können. Und hier unten sind die Scheiben ja extra durchsichtig, damit auch von unten zugeguckt werden kann. Aber das Ganze hier ist wundervolles Panzerglas. Bedeutet, da kann niemand auf den Angeklagten oder auf die Verteidigung schießen. Ja, wunderbar, sehr gut. Mein Richterbüro haben Sie ja schon gesehen. Haben Sie denn auch so einen richtigen Geschworenendienst? Und dann gibt's noch... Momentan brauchen wir noch keine Geschworenen. Okay. Die einzelnen Fälle werden noch nach Gericht entschieden. Das ist ein Dauerlicht. Das ist einfach nur, damit niemand den Gefangenen hier das Zeug abstellen kann. Für den Fall der Fälle, dass wir jemanden Angeklagten haben, der vorher in Verwahrung war, brauchen wir mindestens eine Zelle. Und falls wir dann noch irgendwie die währenddessen mit belastenden Aussagen sich selber belasten, haben wir noch die anderen Zellen, damit die Leute potenziell schon in Sicherungsverwahrung genommen werden können, aber der Betrieb reibungslos weitergeht. Aber wenn das auch hier die Zellen sind für die Leute, die angeklagt wurden, die müssen ja auch ein bisschen länger hier drin bleiben. Es sieht noch ein bisschen ungemütlich aus, oder? So ohne Bett? Nein, das ist nur für den Moment, wenn diese direkt von der Polizei überstellt werden. Die ja nur wenig kurz weit weg ist, ist der eigentliche Aufenthalt. Ich verstehe. Das sind wirklich nur Holding Cells für den Fall. Ich verstehe. Dafür ist das ja total in Ordnung ohne Betten. Das stimmt. Ja, und sonst haben wir nur noch oben den Technikraum und den Hubschraubschrapplandeplatz. Ja gut, das ist ja das Typische, das müssen Sie jetzt nicht unbedingt zeigen, das passt schon. Ja, wunderbar. Aber da sieht man, wie toll ich mit Kabeln spiele. Na gut, dann gucken wir uns das natürlich an. Die sind nämlich alle gerade. Ja, sehr gut. Gerade Kabel sind wichtig, sonst fällt man da drüber. Im Zweifel können Sie hier auch so Tests durchführen, ob die Leute betrunken sind, wenn sie hier auf der Linie laufen müssen, wissen Sie? Ja, falls die Polizei da mal Not am Mann hat, kann man das gerne machen. Ja, wunderbar, sehr gut. Ja, das ist fein. Das ist fein. Ich mach mir eben die Sicherung aus, damit wir Strom aufbauen. Das war ihn. Ja, vielen lieben Dank für Ihre Zeit, Herr Richter. Wie gesagt, ich stelle mich da gerne dem Dienst zur Verfügung. Dass Sie vorbeigeguckt haben. Sehr schön. Das ist sehr fein. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ich gehe mal zur Polizei rüber und guck, was die so treiben. Wiedersehen. Tschüss. Wiedersehen. Ja, Itchy, das ist hervorragend. Sag ich doch, ich hole es aus dieser Steuersache irgendwie raus. Sag ich doch. Gar kein Problem. Jetzt muss ich zwar diese Prüfung damit ablegen, aber... Jetzt müssen wir zwar diese Prüfung... Also ich nicht, ja, hat er ja schon gesagt. Aber ich meine, ich bin ja dann im Komitee mit drin. Ich hole euch da schon durch. Aber du solltest vielleicht vorher nicht so viele Pilze naschen. Das macht keinen guten Eindruck. Nee, das kriegen wir hin. Ich versuch den Pilzkonsum zu minimieren. Ja, wunderbar. Wird auch den dann nicht rausholen. Nee, besser ist. Ja, aber der Richter, der wirkt sehr kompetent, finde ich, ne? Also der gefällt mir eigentlich besser als die Polizei, muss ich zugeben. Oh ja. Wobei der Herr Neumann ja auch schon ein ganz dufter Typ ist. Oh, schau mal, das mit den Schalldämpfern wusste ich zum Beispiel noch gar nicht. Hast du einen Schalldämpfer? Ich hab so einen wunderschönen Bogen. Der ist ganz leise. Ah, der ist mit Schalldämpfer. Hervorragend. Hallo, da bin ich wieder. Polizei nicht da. Ja, ich glaube, die sind gerade auf Streife. Ich habe zumindest den Herrn Neumann schon häufiger bei uns vor der Tür getroffen. Ah ja. Sagen Sie mal. Das kann sein. Da kommt bald noch was dazu. Genau, die Gesetze, werden die auch anders bekannt gegeben oder muss man sich quasi hier immer informieren? Also wir werden später noch
im Laufe der Zeit durch die Steuereinnahmen Dinge wie Kameras installieren. Ah. Damit man sich die Gesetzestexte, die immer aktuell gehalten werden, einfach noch so abholen kann. Wir können natürlich auch gerne, wenn Sie das wollen, ein paar Flyer mit Gesetzestexten drucken für die öffentlichen Stellen. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Dass man quasi mehrere Stellen hat, wo man die Gesetze nachgucken könnte. Zum Beispiel eine Polizeistation. Je nachdem, wie sich das verhält mit der Lage unserer Rettungswache, könnten wir uns theoretisch auch dafür zur Verfügung stellen. Wir sind ja auch eine öffentliche Stelle. Das wäre super. Das wäre sehr fein. Ja, wunderbar. Sehr fein. Wie sind Sie denn hergekommen? Haben Sie auch kein Dienstfahrzeug? Ja, doch, aber ich bin zu Fuß gekommen. Wissen Sie, ist ja immer gesund, einfach mal ein bisschen zu Fuß zu gehen. Nee, den ganzen Tag irgendwie im Heli sitzen oder in dem Dienstfahrzeug. Es geht einfach auch ein bisschen auf den Rücken. Das verstehe ich, ja. Aber wir haben durchaus ein Dienstfahrzeug. Auch mit Blaulicht und Sirene. Das funktioniert hervorragend. Na, fein. Na, fein. Das ist fein. Sehr gut. Ich habe noch ein Date mit dem Fass da drüben. Wiedersehen. Tschüss. Ich habe ein Date mit dem Tschüss. Fass. So, komm, Ichi, Zeit zu gehen. Lassen wir den Richter mal seine Arbeit machen. Mit dem Fass da hinten. Sehr gut. Mit Steuern rumgekommen. Perfekt. Ich bin jetzt zu schnell für Sie. Also, wie gesagt, durch die Prüfung hole ich euch schon irgendwie durch. Das sollte nicht das Problem werden. Ja. Den Rest gucken wir. Du sag mal... Auf jeden Fall, wir müssen den Dreh. Ja. Du sag mal, dieses Spa, ne, im Norden bei uns. Wollt ihr das heute eröffnen? Weißt du das noch? Ich hörte irgendwas von heute, aber ich weiß nicht, wie spät. Also ich habe heute 20 Uhr irgendwie gehört. Deswegen sollten wir vielleicht mal zum Spa gucken, oder? Was meinst du? Auf jeden Fall. Vielleicht treffen da ja sogar Professor Jack und Kabeljau oder so. Oh ja. Sehr gute Idee. Wunderbar. Wollen wir da dann gleich mit dem Heli hin? Oh ja, können wir machen. Ich glaube, im Heli geht schneller als mit dem Heißluftballon. Ja, ich glaube auch. Ich weiß auch nicht, ob dein Heißluftballon überhaupt noch da ist. Ah, die sind schneller weg, als man denkt. Hatte ich gerade einen Disconnect? Hallo, Captain Jack Corrigan. Vielen Dank für dein Follow. Zumindest hat mein Chat sich gerade reconnected. Das war seltsam. Sehr cool. Endlich mal die Katze kennengelernt. Sehr gut. Er macht das sehr, sehr witzig. Und ist bisher der kompetenteste in den öffentlichen Diensten, den ich getroffen habe. Mich eingeschlossen. Das ist aber ein ganz schön großer Turm vor uns. Ja, dass du wieder nur an die Größe denkst, das war mir schon klar. Crazy Grandma, hi. Nee, und ach, das liegt vielleicht an den Palmen hier links, weil wegen dem Herrn Naxmann, was du da letztens erzählt hast. Deswegen. Ich habe überhaupt nichts erzählt. Auf das zu sagen. Achso, okay. Ich bin gefährlich? Ich bin überhaupt nicht gefährlich. Ich weiß nicht, was du meinst, Quelle. Ja gut, wir können auch ein bisschen rennen. Ist ja gut. Hast du dir das da hinten schon mal angeguckt? Nee, deswegen laufe ich gerade so komisch im Zickzack. Alles klar. Du meinst hier das. Ey, Stein ist der Nachname, ja? Hast du es falsch geschrieben, Quelle? Das ist eindeutig falsch geschrieben. Ja. Sag ja, ich heiße nicht ohne Grund so. Gestern habt ihr erfahren, warum. Ich finde das ganz schön cool gebaut.
finde vor allem hier diesen Aufgang irgendwie. Irgendwie finde ich den richtig nice. Wenn man sich das einfach mal anguckt, dann denkt man natürlich so, ja, ist ja eigentlich nichts Besonderes, aber die Idee ist, finde ich nice. Achso, ja, dann verrate ich auch nichts weiter, Quelle. Kein Sterbenswürdchen. Oh! Oh nein, da liegt jemand! Der braucht medizinische Hilfe! Ist das alles in der Auge? Ich glaube, wir müssen einbrechen, Ichi. Guck mal. Oh, da liegt jemand. Oh nein! Der braucht medizinische Hilfe. Pass auf! Du bist ja so klein und schmal, ja? Du versuchst dich hier durch diese Gitter zu quetschen, ja? Versuch das mal. Dann machst du von innen die Tür auf. Ja, fast. Also der Kopf ist schon durch. Ja? Ja, sieht gut aus. Bleib bloß nicht hängen, du. Ich glaube, das wird nichts, oder? Ich glaube, ich bin doch zu dick. Nee, ich bin zu dick. Oh. Vielleicht müssen wir die Polizei rufen. Ja, hast du ein Telefon dabei? Ich nicht. Na gut, dann, Irgendwie habe ich ja... Wir tun einfach mal so, als hätte man nichts gesehen, oder? Nee, die Person war gerade am Fliegen. Gut. In Gedanken. Gut, wunderbar. Sehr gut, dann sind wir uns einig. So, jetzt aber. Jetzt aber. Braucht der Junge denn immer so lang? Oh, es ist so schwierig, gutes Personal zu finden. Jetzt spielt er auch noch auf der Gitarre. Ich werde wahnsinnig. Jetzt schieben wir es von Wissen, glaube ich. Zum Glück höre ich ihn nicht. Bin weit genug weg und schnell genug losgerannt. Ja, die Kirche. Oh. So viel zu tun, so wenig Zeit. Ja, wirklich. Also, der hat vorhin richtig übertrieben. Der hat vorhin richtig übertrieben, die Pilzen. Der ist sogar aus dem Heißluftballon gefallen. Da musste ich landen und da muss ich ihm wieder aufhelfen. Und dann müssen wir natürlich wieder einmal so, ne, komplett nach oben fliegen, weil die Bäume so hoch sind in Green Falls. Guck mal, jetzt braucht er wahrscheinlich wieder so lange, weil er wieder irgendwo Pilze gesehen hat. Die er pflücken muss. Oh Mann. Ah ne, gar nicht. Na gut, ich nehm's zurück. Ich bin auch gespannt, wo er seine Rolle hinführen wird. Bin auch sehr gespannt. Bin für alles bereit. Vielleicht schmeiße ich ihn ja noch raus. Oder lass ihn durch die Beamtenprüfung rasseln oder so. Weil ich seinen Pilzkonsum verrate. Vielleicht. Sprit sollte drin sein. Ich pack schon mal auf. Wir wollen ja nicht zu spät kommen. Also wenn... Oh Gott, ja, stimmt ja. Also wenn Neumann irgendwas nicht braucht, dann sind das ja wohl Pilze. Ich muss ja erstmal alles auspacken. Das reicht. Huch! Das reicht für hin und zurück und wieder hin und wieder zurück und wieder hin. Ja, wir müssen sowohl Neumann als auch ich erstmal Zeit haben, aber er wollte ja schon so ein Gesundheitscheck-up bei mir vorbeigucken. Und da habe ich schon gemeint, dafür bräuchten wir einen Termin, wo wir dann beide uns ein bisschen Zeit lassen können, nehmen können. Ja, mal gucken, ob er mit einem Termin um die Ecke kommt irgendwann.
Dann kriegt er eine Spezialbehandlung. So, Nussbar. Hier steht noch Spa closed. Aber wir gucken. Wie bekommt eigentlich der Herr Neumann sein Auto wieder? Ich habe da so einen Gästecode eingerichtet. Der muss sich halt nur an seinen eigenen Code erinnern. Sonst kann ich ihm auch nicht helfen. Ah, okay. Okay. Nicht, dass er zu viele Medikamente geschluckt hat. Du meinst wohl Pilze? Ja, oder so. Aber ich glaube, der nimmt noch was anderes. Ja, also ich habe ihm auch schon ein bisschen was verschrieben, aber das sollte eigentlich. Das sollte eigentlich nicht so vergesslich machen, aber das macht das Alter, glaube ich. Das kann gut sein. Also ich meine, der ist ja vom Verhalten her und von der Vergesslichkeit wirkt er schon so wie 98, aber wenn du dann noch seinen Körper dazu anguckst, dann ist er eher so 103. Ja, das stimmt. Und er ist halt nicht mal der Jüngste. Nee, nee. Er ist aber auch nicht der Älteste hier auf der Insel anscheinend. Gibt's noch Ältere? Ja. Ich habe schon jemanden getroffen, der ist wohl 137. Oha. Das ist ein ganz schön gutes Alter. Nichts verraten, Quelle. Ich habe niemanden beleidigt. Ich glaube, wir sollten dieses Mal die Kugel hier in Ruhe lassen, da hinten. Ja, mit dir habe ich schlechte Erfahrungen mit dieser komischen Kugel. Das mache ich nicht normal. Nee. Nicht, dass wir da wieder hängen bleiben. Ob der Helikopter da wohl noch steht. Wobei der schon verlockend ist. Ich glaube, der müsste mittlerweile explodiert sein. Die gehen ja, wenn die nicht gehegt und gepflegt werden, gehen die ja in Flammen auf. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Ja, davon habe ich schon gehört. Sind sehr zickig. Sehr gut, Quelle. Sehr gut. Traf. So, dann gucken wir mal, ne? So, irgendwo war doch hier das Riesentor. Oh, wir sind ja fast da. Ja. Also zumindest steht da ein Heli auch. In der freien Fläche geht's ganz gut. Oh. Perfekt geparkt! Oh. Auf jeden Fall. Wunderschönen guten Tag. Guten Tag! Ach! Guten Tag. Die Becher, ist ja wunderschön. Hallo. Ja. Danke. War perfekt, oder? Wundervoll. Oh, komm es hier rein. Natürlich. Gäste. Ich hoffe, hier wird nichts geklaut. Die Krankenschwester-Ärztin. Hallo. Ja, hier ist Sang. Gerade ein Notfall hier. Ach, du meine Güte. Ja, wir hatten einen... Wo liegt jemand? Hörst du mich doch mal hin. Das ist ja schrecklich. Ja, nicht mehr. Der steht da. In der Sauna. Der steht da. Nee, ist schon wieder gut. Ich gucke ihn mir trotzdem mal an vielleicht. Wir haben eine Sauna? Das ist hervorragend. Jetzt muss sich schon jemand hinlegen von ja. Wo ist denn der Patient? Weiter und links. Ich hab da links rechts Schwäche. Bitte. Ich hab da links rechts Schwäche. Da hinten sollte er liegen. Ja, mir wurde schon gesagt, dass er schon aufgestanden ist, aber man kann ja noch mal gucken, ob alles gut ist, ne? Nicht, dass er irgendwie sich den Kopf angeschlagen hat und so. Draußen. Ja. Wir kommen! Hilfe! Wir kommen! Hilfe! Kommst du mit? Jawohl! Er ist schon wieder umgefallen! Itchy, pack die Spritzen aus! Umgefallen. Da liegt er! Ach du meine Güte! Das ist doch kein Grund, einfach den Kopf in den Sand zu stecken! Junger Mann!
Spritze ist gedrückt. Ja, ich packe ihm erstmal den Kopf ein bisschen in Watte, weil der sieht ein bisschen so aus, als würde er sich häufiger den Kopf mal anschlagen. Dann ist er das nächste Mal auf der sicheren Seite. Ja, meistens passiert das immer, wenn ich da bin. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich ziehe das an. Ich weiß auch nicht. Oh, nein! Das Bein! Oh, weia! Guck sich mal das Bein an. Das ist ja schrecklich. Ach du meine Güte. Oh, ich trete nochmal einen Verband rum. Itchy, pass auf. Wir machen das folgendermaßen. Ich meine, er schläft ja gerade. Wir müssen das Bein wieder richten, Itchy. Der hat sich beim Umfallen hier, hat er sich das Bein verdreht. Oh, ja. Guck dir das mal an. Nicht! Hilfe! Junger Mann, Sie haben Ihr Bein verdreht beim Umfallen. Das ist ja mein Wunder. Das müssten wir einmal wieder wieder richten. Das kehrt so. Sind Sie sich sicher? Das kehrt so. Ich hab so alles da zum Richten sonst. Und Itchy holt dann die Spritzen raus, damit Sie nicht so viel Schmerzen haben. Frau Dr. Stein, muss denn der Herr Eichhorn auf Reha und braucht eine Massage? Sagen Sie mal... Gehen uns bitte Massage für Herrn Eichhorn? Sagen Sie mal, wieso... Also, haben Sie so Brustdrüsenabszesse oder warum muss die Brust da so frei hängen? Nee, das Niki ist schon mehr älter. Lieblingsleberl. Ah ja. Das ist schon ein wenig öder. Das hat schon ein bisschen zerrissen, aber das ist mein Lieblingsleberl. Ich verstehe. Eigentlich nicht, aber egal. Gut, wunderbar. Ihnen geht's wieder gut, ja? Es geht so. Mir geht's gerade ganz schlecht. Sie reden so komisch. Sind Sie sich sicher, dass Sie nicht auf den Kopf gefallen sind? Kennst du den einmal entfernen? Der macht mich wahnsinnig. Rich, ich glaube, der ist... Noch nicht ganz korrekt, oder? Ist mein Job. Massieren ist mein Job. Und Akupunktieren. Ich glaube, die brauchen nichts mehr. Hast du nichts und dort? Okay. Die haben schon genug. Gut, du kennst dich da ja so ein bisschen besser aus mit dem. Naja, du weißt schon. Ja, gut, wunderbar. Dann geht's Ihnen ja wieder gut. Ja, bin ich sehr beruhigt. Ja. Wie gesagt, der Kopf ist jetzt ein bisschen in Watte gepackt. Falls Sie wieder umfallen, dass sich nicht den Kopf anschlagen, ja? Tipptopp. Danke. Besten Dank. Ja, gerne. So. Dann machen wir mal weiter hier. In Zukunft konnte man Helm aufsetzen. Wir sind ja für eine bestimmte Attraktion hier. Wegen der Massage. Der Masseur, der ist da, der springt da und um. Der ist super, wenn wir es sagen lassen. Das ist mein liebster Stammkunde, der Herr Eichhorn. Sonst massieren wir den Herrn da bitte. Jo, mei. Ich weiß, es ist kein Bayerisch, aber... Ich melde mich freiwillig. Einfach mal mitkommen. Sie melden sich freiwillig, ne? Dann folgen Sie mir. Ja, Itchy, ne? Viel Erfolg! Geh einfach mit! Einfach mitgehen! Ja, kommst du ja auch mit! Ach, du meine Güte, na gut. Ach, gucken Sie mal! So schnell sehen wir uns wieder. Hier treiben Sie also sich sonst rum, ja? Das ist ja spannend. Oh Gott, da wurde ich direkt geschubst. Zur Entspannung gehen wir mal gleich zur Massagebank. Ja, dann ist mir die Klamotten her, gell? Mach das jetzt. Muss ich vorher in die Umkleide oder wie ist das? Der Arme. Genau, bitte in die Umkleide. Ja, eigentlich. Geh wieder gleich. Ja. Also muss ich mich jetzt nackig zum machen oder? Morgen, ne? Ich frag nur. Nee, Sie bekommen Sachen zum Anziehen. Hervorragend. Warten Lass Sie kurz. Ja, ich brauch kurz. Ich meine, die Arbeitsleitung, die ist schwer und ne, ich brauch kurz. Genau, in der Umkleide, kein Problem, haben wir alles drinnen. Jetzt soll ich die Maske aufsetzen? Warte, dann kein Badeanzug, weil sonst quasi. Ja, genau. Eigentlich müsste ich es machen, oder? Warte mal. Warum habe ich den Autoschlüssel mitgenommen? Ich bin ja ein Idiot, ey. Zum Glück habe ich noch Scrap dabei. Okay. Oh, warten Sie! Oh Gott, warten Sie! Ich habe, glaube ich... Oh Gott! Huch! Da habe ich aus Versehen vergessen... Ja, nee, alles gut! Ich habe keine Maske auf. Nee, habe ich keine Maske. Oh, okay. Perfekt. Gut, dann kommen Sie mit.
Perfekt, dass sie da noch stand. Kommt perfekt. Ah, schön. Wollten wir mit dem Yoga-Bereich anfangen? Oh ja, Yoga klingt hervorragend. Nach dem stressigen Arbeitstag. Oder wollen wir auch noch mitmachen? Ja, wollen Sie mir anfangen? Auch spaßiger, Sie müssen sich aber noch umziehen, ne? Ah, ich habe schon so viel Übung. Ich brauche das nicht. Na, naja, gut. Wenn Sie sagen. Oh, schön. So, außerdem muss ich ja gleich wieder an die Bar gehen. Jeder mit Mathe? Oh, Gott. Wer ruft denn da schon wieder Hilfe? Ich kriege ja gar keine Pause. Ja, wo denn? Ja, nix. Walter Eichhorn hat schon wieder Angst vor dem Masseur. Hier haben wir die Möglichkeit, mit den Bäumen zu sprechen. Wer hat schon wieder Hilfe gerufen? Gut, wir machen einfach weiter mit dem Yoga. Ja, wir lassen ihn einfach liegen. Der Kopf ist sicher. Genau, es passt schon. Genau, wir machen einfach zuerst, weiter. Genau, zuerst Yoga und dann... Sehr genau. Gut. Ich muss mich hier ja auch mal entspannen. Werden. Da hinten haben wir dann noch einen Yoga-Bereich. Kann er nicht immer nur arbeiten? Frau Dr. Stein, glaube ich, begibt sich da gerade in eine Session. Die Hose anziehen. Einfach mir nachmachen, die Übung. Da können Sie gerne auch mitmachen. Das ist auch gut für Körper und Geist. Und wir schauen durch das Loch. Da habe ich fast den Mond getroffen. Wir strecken einen Daumen in die Luft. Ja, Marcel glaubt, der hier braucht Hilfe bei den Übungen. Ja, geben Sie mal Hilfestellung. Wir machen mit dem Finger einen Kreis. Machen Sie das gescheit. Das hilft Ihnen. Genau. Perfekt. Der Herr Eichhorn wird Ihnen das dann gleich vortanzen alles. Der ist nämlich ein nice Idee, was das angeht. Nach dieser Anstrengung gehen wir in den Ruhebereich. War hervorragend. Bin gut. Ich kann wieder ganz leise reden. Leise sein. Nix für den Herrn Meier. Ah, schön. Itchy, du hast dich gar nicht umgezogen. Jetzt ist es auch. Danke fürs Vorbeischauen. Wir setzen uns ganz gleich. Hören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ihr kommt wieder. Sie haben die Leute keine Unterwäsche mehr an. Ich habe das eingestellt, dass ihr es anhaben müsst. Kommt ihr wieder? Auf jeden Fall. Zensur. Underwear. Wir hätten eine wunderbare Entwöhnungskur. Ja, eben. Ich habe eigentlich Underwear eingestellt, wegen Stream und so. Ah, er hat eine Hose wieder an. Ah, Gott sei Dank. Da geht er dahin, der Stress. Ja, wunderbar. Also ich muss schon sagen, das Wackeln der Bäume hat auch ein bisschen was Hypnotisches hier. Das ist toll. Vögel. Man hört die hier auch mal. Ja, manchmal hört Toll. Gut, dann haben wir einen umarmen deinen Baumbereich. Das ist auch ein Ach, du mein Bereich. Gott. Achso, hier steht gar kein Schild, deswegen war ich verwirrt. Okay. Sollen wir jetzt einen Baum aussuchen oder wie läuft das? Moment, ich zeige Ihnen die einzelnen Bäume. Dann kann sich einer aussuchen. Dieser Baum hilft gegen Verspannungen. Dieser Baum hilft, um Entscheidungen zu treffen. Aha, ja. Ich glaube, den brauche ich. Dieser Baum bringt Ihnen Wut, wenn Sie sie brauchen. Wenn Sie immer nur zu höflich sind und immer nur Ja sagen. Ah, den brauche ich nicht. Und dieser Baum hilft Ihnen, abzuschalten. Naja. Gut. Ich brauche kurz. Genau. Man kann sich einen aussuchen. Welcher hat Ihnen am besten passt? Ja, da unten war das mit den Entscheidungen, ne? Und Entscheidungen treffen eigentlich ganz gut. Der passt schon hier. Gegen Stress. Ah. Fühlt sich wirklich gut an. Zum Baum aufgenommen? Sehr gut. Ist auch schön kühl. Gut, dann gehen wir weiter. Haben sich wirklich Gemühe gegeben, ist echt cool. Hier haben wir Massage, Akupunktur und Schlammbad. Was machst du denn? Hat sich wieder jemand hingelegt? Ja! Hat sich wieder jemand hingelegt?
Achso, da ist jemand Neues. Oh Gott, hier nach Gott, hier nach Gott, hier nach Gott, hier nach Gott, hier. Ach, der junge Mann mit dem fehlenden Heli-Panik-Gen. Das gute Alte. Ja, genau. Sagen Sie mal, Ihr Spa hier, ne? Passiert das hier häufiger, dass Leute hier einfach umfallen? Weil ich würde dann eher schätzen, dass sie hier irgendwie auf so einer komischen Gasquelle oder sowas gebaut haben. Also heute Hoffi. Ist ja schon zweimal Vielen passiert. Dank. Also ist ja nicht mein Spa, aber ich gehe mal davon aus, dass die Menschen hier so tiefenentspannt sind und dann deswegen einfach ein bisschen im Kreislauf kriegen. Dann ja, na gut. Ich werde das mal weiter beobachten. Gewohnt. Also wenn man so entspannt ist mit der Hektik, ja, hier, ja, ist besser, aber... Ich werde mir das mal weiterhin angucken hier, aber auch hier habe ich jetzt erstmal, eigentlich müsste ich jedem einfach den Kopf einmal verbinden und dann sind wir erstmal auf der sicheren Seite. So kleine Schürfwündchen vom auf den Boden fallen, das ist ja noch okay, aber der Kopf sollte ganz bleiben möglichst. Sehr gut. Vielleicht kann man das ja auch vielleicht verkaufen, gleich so Kopfschutz oder so, ah, ja, hier ja. reinkommt, zusätzlich zum Handtuch helfen? Oder so. Ja, ich habe hier auch jetzt ein bisschen Watte um den Kopf gemacht. Der sieht stabil aus, der hat sich sonst nichts getan, okay. Das sieht alles gut aus. Gut. Dann gehen wir zur Massage, oder? Ja, los geht's. Die brauche ich jetzt. Bin ja nur am Arbeiten hier bei Ihnen. Ich dachte, ich kriege hier Entspannung. Wie arbeiten? Warum arbeiten? Einfach schon. Was passiert? Nick ist umgefallen. Was ist denn hier Nick los? Ja, bei Ihnen fallen ständig irgendwelche Leute einfach rum. Ich bin mir nicht sicher, ob sie auf so eine Gaswelle gebaut haben. Hilfst du die Frau Doktor, aber sie und Nina machen wir gemeinsam. Ah, okay. Warte, ich bearbeite die Schultern, okay? Oh! Ich mach die Füße. Sonderbehandlung, oh! Pass auf, ich bin ein bisschen kitzlig. Sehr schön machen Sie das. Wir auch ja, wunderbar. Sehr gut machen Sie das. Ich vergehe mal. Toll. Da hätte ich eine Frage. Ach so, der Mann, der wahrscheinlich gerade umgefallen ist, der war ist sonst der Akupunkteur, oder? Der Masseur? Ja. Ah, ich verstehe. Nee, also es geht darum, ne, dass... Okay. Es geht darum, dass natürlich dann so eine männliche Masseuse, das ist natürlich schon, ne, nochmal ein bisschen was anderes. Ja, stimmt, ja, er macht das besser. Ja, er macht das besser. Also Sie haben das wunderbar gemacht. Bar, oder? Das hat sehr entspannt. Dankeschön. Gehen wir mal zur Bar, ist eine gute Idee. Oder, ist der Mann, mit dem Sie hier sind, ist das Ihr Assistent oder ist das Ihr Freund? Nee, das ist einfach ein Angestellter. Das ist mein Sanitäter. Wir hätten nämlich was ganz Exklusives für Liebesbärchen. Wollen Sie das auch sehen? Also sehen, ja, aber nicht mit dem Sanitäter. Das, da, nicht, dass er sich was denkt oder so. Okay, dann gehen wir drei in den Liebesbereich. Ja, genau, wir sind jetzt ein Liebespaar. Das ist ja toll. Okay. Hervorragend. Funktioniert doch sehr gut. Genau, passt. Oho, wow. Den kann man das sieht nice aus. Exklusiv. Wow. Das gehört der ganze Bereich Ihnen. Oh, schön. Das ist ja toll. Hier gibt es unser Wohnzimmer. Wow, das ist ja mal ein Riesenfernseher. Ach du meine Güte. Ja, das sehr, sehr motivierend für gewisse Dinge. Genau. Ja, ich sehe schon. Genau. Da war ich mit meiner Maske ja gar nicht so falsch hier, was? Genau. Wunderbar. Ach, ich glaube, ich habe einen Kandidaten hierfür, wenn ich irgendwann mal wieder sehe. Wir stellen auch Gutscheine aus. Oh, wunderbar. Sie können hier drehen, ob er sie liebt oder nicht. Ja, das habe ich jetzt aber nicht gedreht. Also nicht für sie, sondern für mich. Ich wollte gerade sagen. Ich weiß, ist sie für mich. Ich muss schauen, ob mein Freund mich liebt. Okay. Okay, pass auf. Ja. So, guck mal doch mal. Bei Ihnen kommt sicher ein Ja. Das Rosa ist bestimmt Freundschaft Plus, oder? Genau, Freundschaft Plus. Genau. Oh. Ja, perfekt. Oh, Lachsmann. Tja, sag ich doch, ihr habt den perfekten Kandidaten hierfür. Wunderbar, das wird ihn aber freuen. Er weiß noch nichts von seinem Glück, aber macht er nichts. Das Schlafzimmer haben wir. Ein Schlafzimmer haben wir noch. Oho, mit Blick aufs Meer. Oh, schön. Toll. Oder so ja, aber gerade sagen. Oder Malediven-Vibes. Wow.
Das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Respekt. Wirklich. Besondere Stunden haben wir noch. Oh, wollte gerade sagen. Candlelight Dinner. Haben Sie hier eigentlich dann so sechs Spielzeuge eine drin Box, oder wie läuft Box? Das? Moment. Was steht da? Spielzeug. Ja. Was ist rein? Ja, wir haben sechs Spielzeug drinnen. Sehr gut. Wunderbar. Ich bringe dir mal diesen pinken Checkhammer vorbei. Die könnt ihr auch noch reintun für die größere. Ich wollte schon mein Privates reinpacken. Hm. Oh, schön hier. Toll. Ja, wie gesagt, das können Sie buchen. Da bekommen Sie ja Essen und Trinken und so. Also ganz ehrlich. All inclusive mit Spa-Bereich 1000 Scrap. Ganz genau. Ehrlich, wenn man hier hingeht mit irgendjemandem, der sich überhaupt nicht für einen interessiert, spätestens danach liebt er einen. Ganz ehrlich. Schon, ja, oder? Genau. Ja, schon. Das haben sie wirklich sehr schön gemacht. Sache. Also 1000 All-Inclusive, eine Nacht. Dankeschön. Ich verstehe. Genau, alles drum und dran. Essen, Trinken, ja. Alle Behandlungen, alles. Merke ich mir. Merke ich mir. Sie reserviert. Also komme ich drauf zurück. Schön. Sehr. Wunderbar. Und weil wir Nachbar sind, können wir sicher noch einen Preis verhandeln. Vielleicht ein bisschen. Ach, wir gucken mal. Da muss der andere auch ein bisschen was drauflegen. Ja, da kam ja raus. In die Sauna, müssen wir auch noch. Die Sauna ist auch super. Natürlich, natürlich. Ob wir nochmal so viel Dampf zusammenbringen? Ja, schauen wir mal. Das ist hier auf jeden Fall die Bar. Massagen dann im Bett quasi. Oh ja, sehr schön, sehr schön. Haben Sie Hunger? Das kann ich Ihnen. Durst? Oh, ein bisschen was zu essen hätte ich ganz gerne. Was haben Sie denn so? Also wir haben kleine Snackfische, gegrillten Lachs, Kartoffeln, gegrilltes Hirschfleisch, Spare Ribs und Bärenbuletten. Und natürlich als Nachtisch oder als kleinen Snack auch noch Schokolade und... Hervorragend. Ich glaube, ich nehme so eine... Alles, was das Herz begehrt. Ich glaube, ich nehme so eine Bärenbulette. Das klingt hervorragend. Ich liebe Buletten. Hervorragend. Und ein bisschen Schokolade dazu, für die Nerven. Was ist eine Bulette? Eine Frikadelle. Wollen Sie auch Pommes dazu vielleicht? Ach ja, so ein paar Pommes. Oh. Sehr schön. Ein Fleischpflanze. Ein verschiertes Lorbeer. Ein verschiertes Lorbeer, genau. Ich muss leider hier mal aufmachen, weil es lässt sich immer so schwer werfen. Hier, Theke. Ja, das ist auch ein Riesending. Mein Gott, das ist ja keine Bulette mehr. Das ist ja... Das ist ein ganzer Bär. Einfach verschiert's Laberle. Verschiert's Lorwall. Lorwall? Laberle. Vorzüglich die Bulette. Sehr gut. Gell? Gut, und wollt ihr auch was zu trinken? Wir verstehen uns. Nee, also danke, ich hab grad keinen Durst. Wasser, Wodka... Aber so, sagen Sie ruhig. Ach so, oder Weizen. Nee, hat mich jetzt nicht so angesprochen. Alles gut. Wodka oder Weizen. Oder ein Pilz. Je nachdem, was sie lieber wollen. Oh, da ist Itchy bestimmt für zu haben. Also mein Sanitäter da oben. Für so ein Pilz. Ja, ja. Okay, dann bringe ich ihm einfach mal eins. Genau, heute ist auch kostenlos. Ich halte mal die Sauna ein, ne? Aber spenden nehmen wir natürlich Wasser. Schon. Natürlich bespende ich, natürlich spende ich. Ich guck mal, genau, die Sauna möchte ich mir gerne noch angucken. Das klingt hervorragend. Wo ist er denn? Herr Itchy. Oh, hier sitzt er. Ja, ich. Hier sitzt er. Ich bin hier. Kommt mit in die Sauna. Ich weiß nicht, wie das geht mit dem Werfen, Fangen. Wollen Sie mal probieren zu fangen? Wenn ich einen Pilz. Oder, ja, genau. Wann ist er noch? Okay. Wow. Uff. Oh ja, ich merke schon. Oh, gleich ein schöner Aufguss. Eieieiei. Sehr schön. Na, Aufguss kommt noch. Mmh. Ah. Erinnert mich ein bisschen an die Hippies gerade. Mal aufgießen. Wow. Die lassen sich ja wirklich nicht lumpen hier.
Nee. Das hat die echt geil gemacht. Das hat die wirklich, wirklich gut gemacht. Ja, ich weiß auch nicht, warum sie noch Klamotten anhat. Ja, schön. Schön, oder? Ja. Machen Sie nicht so viele Aufgüsse, sonst wäre das, glaube ich, ein bisschen zu heiß hier. Hallo. Meine Güte. Nee, nee, es sind immer nur zwei. Ja, wunderbar. Ah. Ja. Mhm. Also wirklich geil gemacht. Hallo? Ja, lassen Sie bloß den Qualm hier drin. Hallo. Ja. Vielleicht paddeln man hier und so. Wir müssen ein bisschen Fuel holen. Ja, ich bin eigentlich nur auf der Suche nach dem Herrn Paddelmann. So. Ach, die Bächers. Ich frage mich noch, wann der Live-Auftritt der Boyband kommt. Ja, ist dann auch bei der Spa-Eröffnung, wenn er nicht bei sich in seinem Shop ist. Unten, ah, da. Nein, hier ist er nicht. Na gut. Vielleicht komme ich später nochmal. Gerostete Kartoffel-Dingis. Nicht unbedingt arbeiten muss. Okay. Geil, dass es so Badetücher einfach gibt. Das ist mega nice. Ich weiß, wo sie sind. Ah ja, dann kommen sie doch mal mit in die Sauna. Ah, dann bin ich kurz eingenickt. Guten Tag. Ja, komm rein, Itchy. Ich bring den Herrn Itchy noch dazu. Jetzt zieh doch endlich mal die Hose aus, mein Gott. Hab dich nicht so. Ich trau mich aber nicht. Ah, na gut. Ich bin aus der Schicht. Natürlich gemischte Sauna. Finde ich aber gut, dass das hier eine gemischte Sauna ist. Hervorragend. Schon, oder? Sehr gut. Ah, guck mal, Itchy, endlich entspannst du dich mal. Hervorragend. Sehr schön. Der wäre Dauergast hier, der würde nur noch hier leben. Ich meine, schön feucht, ne? Immer beschlägt immer schön die Schuppen. Schön, super, oder? Spannend. Cool. Also ganz wirklich. Ihr komplettes Spa ist wirklich sehr beeindruckend. Da haben sie sehr viel Mühe gegeben und sehr schöne Ideen gehabt. Wirklich, wirklich beeindruckend. Danke. Der Pilz auf Kurs. Edgy, du kannst ja sonst mal fragen, ob sie so einen speziellen Pilz auf Kurs für dich haben. Pilze? Ach, nee. Ja, natürlich. Moment. Wir haben auch Pilze. Wir haben einen Spezialbereich. Kommen Sie. Ich glaube, das ist was für Sie. Spezialbereich? Gibt es da Brokkoli und sowas? Nina? Astronaut? Oh, hallo. Unterwassertaucher. Ja. Tiefseetaucher, wollte ich eigentlich sagen. Unterwassertaucher macht keinen, also ist doppelt gemoppelt. Ich traue mich nicht. Ich habe Angst. Tiefseetaucher, wollte ich sagen. Das ist kein Astronaut. Leute, mal die Tür auf. Die Pilze sind im Feuer. Hervorragend. Ich glaube, Ihre Kollegin ist da gerade irgendwie was mit meinem Sanitäter am Machen. Ich weiß aber nicht, was. Wir haben dann einen Spezialbereich doch drinnen. Ah ja, ich verstehe. Dann sollen die zwei sich da mal austoben. Aber Kundenservice ist hier sehr gut. Auch Interesse auf andere Art von Entspannung. Ist das hier mit Happy End oder wie verstehe ich das jetzt? Ja, ich glaube, er kommt glücklich wieder raus. Ich verstehe. Ja, passt schon. Er stöhnt auch ein bisschen. Das ist sicher befriedigend. Ja, wunderbar. Und das spielt er bei Gitarre. Das macht er immer, wenn er nervös ist. Oh. Sie hat gerade gesagt, ich könnte das auch kriegen, wenn ich wollte. Ich gehe kaputt. Estrich, da bist du ja wieder. Estrich. Oh mein Gott. Ich glaube, du hast das nicht mitgekriegt gerade, oder? Der spezielle Liebesbereich für Liebespärchen, den habe ich mir natürlich auch angeguckt. Ich natürlich meine das gleich. Aber ist ja gerade beschäftigt. Der Spezialliebesbereich, wo dann auch so ein Orakel ist, ne? Liebt er dich wirklich? Ja, nein, vielleicht, keine Ahnung.
ich natürlich, wie ich bin, habe ich natürlich dran gedreht, kam natürlich ein Ja raus. Das heißt, ich muss natürlich mit Lachsmann dahin. Ist ja wohl klar. Ja. Und es gibt da auch so Boxen, dann frag dich halt so neben den Betten, ne? Dann frag dich halt so, sag mal, ist da auch Sexspielzeug drin? Dann haben die tatsächlich so Knochenmesser. Stein, wollen Sie ja auch noch ja probieren? Ach, zeigen Sie mir doch mal den Spezialbereich. Das sieht ja hervorragend. Ich meine, der Itchy, gucken Sie sich den mal an. Aua, der hat sich direkt die Hose wieder angezogen. Vor lauter Entspannung. Kommen Sie mal. Sie müssen in die Kiste schauen. Ein Träumchen. Aha. Oh, ja, richtig angenehm. Das ist richtig gut hier bei Ihnen. Einfach ein Träumchen. 10 von 10. Danke. Ja. Ein bisschen mal ein Kollege, was Sie haben begeistert. Alle Bedürfnisse zu befriedigen. Ja, ich bin auch hin und weg von hier. Das ist. Also, ich komme auf jeden Fall sehr gerne. Oh. Entschuldigung, das kommt manchmal so aus mir raus. Das freut mich. Ah, Sie haben noch gar nicht den exklusiven Liebesbereich gesehen, oder? Das würde ich hervorragend. Ich glaube, Nina entführt gerade ihren Kollegen. Gibt's auch. Kommen Sie mit. Ja, ist ja hervorragend. Genug gedampft hier. Ja, gut. Ich glaube, Nina entführt gerade den Kollegen. Ja, ist auch super. Wollen Sie mal. Er freut sich bestimmt. Oh. Ja. Ja, wunderbar. Wirklich sehr, sehr schön. So, die Herrschaften. Oh, das ist herrlich. Kannst du ein bisschen. Ach, der Pilot! Pilz sein oder eine halbe. Wunderbar. Ja, hallo. Danke. Gehen wir was trinken zur Bar, oder? Oder auch da? Ja, setzen wir uns an die Bar. Oh, danke schön. Ich liefer's mal. Setzen wir uns an die Bar. Ist mega nice hier. Das ist mega nice. Wir gehen kaputt. Kathi, wie lange hält man es eigentlich aus in der Sauna? Kriegt man nicht langsam einen weichen Kopf? Ach, das geht schon. Hier ist da in der Spezialbereich. So, ups. Ich hab's aus Versehen gegen die Wand geworfen. Ich glaube, Sie müssen das hier drüben machen. Achso, nee, da steht was. Ah ja. Oh nein. Da liegt es doch, oder? Oh, das ist bei mir gerade kurz unter der Treppe verschwunden. Das ist eine Springflasche offensichtlich. Ja, genau. Hätte vielleicht meine Waffen ablegen sollen, wa? Ich habe jetzt nur meine... Das hört sich nicht nach einer guten Art von Heli an. Hätte ich mal meine Waffe auch ablegen sollen, wa? Ich habe die ganze Zeit eine Waffe auf dem Rücken. Warum sagen sie eigentlich nichts? Das sieht ja schlimm aus. Gehen wir mal zum Stellen schauen, welche Art von Heli das ist. Ich gehe mal kurz zur Umkleide. Sicher. Wo komme ich denn hier gleich noch wieder raus? Da, oder? War wegen der Buchung und Gutscheine irgendwie. Ja. Die ganze Zeit eine Waffe auf dem Rücken, die sagen auch nichts. Ne? So, jetzt darf ich nichts mehr auf dem Rücken tragen. Ist mega nice gemacht. Das ist richtig, richtig cool. Gefällt mir sehr, sehr gut. So, erstmal in den Pool, würde ich sagen. Ich bring den auf jeden Fall noch diesen Checkhammer vorbei. Es gibt für den Checkhammer den Skin, der heißt auch Love Injector. Der ist halt einfach nur pink. Und ich bring ihnen den Checkhammer mit diesem Skin vorbei, damit sie den da hinten noch in diese Spielzeugkiste tun können. So. Ja. Na, Nachschub? Alles erledigt? Oder was zu essen? Nee, ich hab noch. Ja, gegessen habe ich schon. Von der Monika habe ich das bekommen. Sehr gut. Kann auch nicht so gut werfen. Nicht so leicht, die Flasche hier drüber zu werfen. Ah, beim zweiten Mal. Sehr gut. Perfekt. Ja, beim ersten Versuch. Beim ersten Versuch, genau. Da gibt sie den Nina richtig Mühe mit dem Itchy. Toll. Finde ich gut. Ich glaube auch, vielleicht, da wird was draus vielleicht. Vielleicht haben die auch an dem Rad gedreht. Weißt du, sind ja schon vier. Ja, das kann schon sein. Freundschaft plus vielleicht. Na, oder das, Netflix, ja. Netflix und chill. Ja, der Fernseher ist riesig. Netflix und chill, genau. Ja. Ja. Wir haben bei uns im Haus auch so einen Fernseher. Da läuft nee, glaube ich nicht. Programm. Also, ich bin ja auch erst anderthalb Seasons dabei, aber kenne ich so nicht. Switch, genau. Switch.
Ruby darf für uns immer den Fernseher aus. Ja, wenn sie dieses Wort erwähnen, dann muss ich immer irgendwie an so komische Leute denken, die da so in Pools sitzen und. Also, wissen schon. Ja, genau sowas läuft bei uns im Fernsehen zu Hause. Ja, gut, weil das würde auch diese komische Matte erklären, die sie da vorliegen hatten. Ja, genau. Die hat auch Ruby aussuchen dürfen. Ich glaube übrigens, ja, natürlich hat das Ruby ausgesucht. Natürlich. Übrigens, für diese eine spezielle Kiste, wonach ich sie gefragt hatte, neben dem Bett. Ich glaube, ich hätte da noch was für sie. Was da auch sehr, sehr gut reinpassen würde. Oh. Das würde ich Ihnen nachher direkt mal vorbeibringen, wenn ich hier irgendwann Itchy wieder abholen kann. Ah. Ja, ja. Gerne. Ja. Sie sind sehr interessiert an solchen Dingen. Wunderbar. Oh, das war jetzt vielleicht die falsche Fingerzeichnung, aber egal. Da hat er sich direkt wieder komplett angezogen. Ach du meine Güte. Lief anscheinend nicht so gut. Schreien oder was auch immer. Oh. Wie lief's? Ich hab dich wieder komplett angezogen. Gefällt sehr gut. Ah. Wunderschönen guten Tag. Ja, wunderbar. Ja, ich bin da so ein kleiner Schüchterner im Moment. Haben Sie das Rad gedreht? Hat's nach. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es ist leider auf Nein. Ja. Oh je. Auf echtes Nein. Da muss er direkt ein trauriges Lied spielen. Also so ein... Ja. Oh. Da ist noch was Essen drauf. Sagen Sie mal, den Kreis der Wahrheit, den kenne ich noch gar nicht. Da steht noch so ein Schild. Ja, das können wir auch probieren. Danke sehr. Zwar... Das funktioniert so wie Pflicht oder Wahrheit im Grunde. Mhm. Wir gehen da oben. Oh, ah ja, okay. Relay von Inge. Ich habe Fragen. Ja. Und dann müssen Sie eine Frage beantworten. Entweder eine ist die Wahrheit. Die Frage ist, okay. Jetzt darf ich mir, wenn ich als nächstes an der Reihe bin, eine Frage ausdenken, und zwar, wer ist Ihr Lieblingspatient auf der Insel gewesen? Also, da gibt es ja so zwei Möglichkeiten. Einmal ein Lieblingspatient, weil er mich bisher an die Grenzen meiner medizinischen Möglichkeiten gebracht hat. Ja, das fordert mich ja auch und das finde ich immer ganz gut. Oder halt so auf persönlicher Ebene. Welchen davon wollen Sie wissen? Naja, es ist Kreis der Wahrheit, das ist eine persönliche Ebene. Ja, dann wäre das dieser Herr Lachsmann, ehrlicherweise. Ah, okay. Ja, ja. Sehr gut. Achso, jetzt darf ich drehen, oder? Ich und dann dürfen Sie mir eine Frage stellen. Achso, okay. Ja, genau, Sie drehen und dann dürfen Sie eine Frage... Ja, passt schon. Sie drehen und stellen eine Frage an den Mitspieler. Entweder eine echten Lebensfrage, also eine Real-Life-Frage oder eine im Spielfrage. Ja, aber dann gehen wir doch reihum, oder? Wahrheit. Findet dein echtes... Ja, okay. Itchy, du bist dran. Ah, hervorragend. Oh, okay. Sie dürfen Itchy eine Frage stellen. Ja, ja. Eine echtes Lebensfrage. Du bist ja auch immer so schüchtern, jetzt will ich natürlich nichts hier aus dir rausleiern irgendwie. Arbeitest du oder hast du irgendwas studiert oder was machst du aktuell? Nee, ich bin ein schüchterner Mensch im alltäglichen Berufsalltag, der irgendwann mal ein Studium gemacht hat. Hervorragend! Und jetzt im Schichtdienst ist. Da passen wir ja sehr gut zusammen, wunderbar. Sehr schön. Jetzt darfst du drehen. Jetzt hallo. Jetzt darfst du drehen, weil Ruby sich da gerade eingezwängt hat, muss jetzt Ruby die Frage beantworten. Genau. Was für eine Frage? Ja, ja, komm gleich. Du kriegst eine Frage gestellt. Warte ein bisschen. Ich glaube, das ist schwarz. Bleib hier. Genau. Echtes Leben. Echtes Leben Frage. Ist natürlich jetzt ein bisschen. Echtes Leben. Okay. Das ist schwierig mit Ingame und Real Life gerade. Ich weiß, was ich damit die, zufälligerweise in Wirklichkeit ein Fußballstar. Wie ein Cristiano Ronaldo. Okay. Kann ich auch blöd nicht.
Tut mir leid, ich bin enttäuscht. Jetzt kannst du die Autogramme alle wieder wegschmeißen. Ich muss eine Frage stellen. Also so ein bist du auch. So, Herr Pilot, Sie sind dran. Eine Frage an den Herrn Piloten. Muss ich jetzt eine Frage stellen? Oh. Ja, da eine echte Lebensfrage. Eine echte Lebensfrage. Ja, eine echte Lebensfrage. Haben Sie schon mal Brokkoli konsumiert? Brokkoli oder ja. Brokkoli? Ja, das gestern mal gut gedämpft. Okay, du drehst. Krass. Du darfst drehen. Nina, komm her. Damit wir die Reihe weitermachen können. Du musst dich da herstellen, genau. Ja, dann nicht gehen. Oh, okay. Okay, in Frage. Du bist so nett im Team. Also, können wir da fragen. Wie viel Geld habt ihr schon eingenommen mit dem Spa? Wie viel? Minus 5000. Minus 5000. Das ist meine Spende. Nee. Dankeschön. Nee, wir haben heute schon 115 verdient. Ja, wir haben verdient. Boah, krass. Das heißt, wir haben minus 4875. Das lohnt sich ja richtig. Ja, ich habe einen Gutschein ausgeschrieben. Ja. Passt. Oh, Inge, Frage, Nina. Wen würdest du am liebsten erschießen? Wen der hier anwesend würdest du am ersten in-game erschießen? Der hier anwesend. Das ist aber nicht cool, weil ich kenne ja die anderen noch gar nicht so lange. Hilfe. Bleib mir der Ruby. Ich bin Ruben. Hilfe. Hätte ich nicht erwartet. Gar nicht. Wen muss ich fragen, wenn ich drehe? Immer in der Reihe rum. Den Wie? Nächsten. Oder die Nächste. Na, die Nächste, genau. Die Frau Stein. Frau Stein bleibt ein Geheimnis. Mhm. In echt. Na, in-game, oder? Ja, eben. In-game, ja. Sie bleibt ein Geheimnis. Wie viele Menschen haben Sie schon gerettet? Puh! Ist natürlich die Frage. Menschen, die auch gerettet werden wollten? Kontakt der Kundschaft dann gefunden. Oder insgesamt alle, wo ich der Meinung bin, ich habe sie gerettet. Stelle mal Gegenfragen. Wo Sie der Meinung sind, Sie haben sie gerettet? Mindestens 23. Oha. Ja. Das ist einiges. Ich bin auch schon rumgekommen. Boah. Ja. So, jetzt darf ich drehen, ne? Definitiv. Ach, Richie wieder. Ja, wunderbar. Hallo. Ich glaube, es sind noch neue Kunden gekommen. Hallo. Ja, Richie, das ist aber blöd jetzt. Oh. Kannst du ein Instrument spielen? Nee, real life. Nein, leider nicht. Na, deswegen versuche ich hier mein Glück mit den Instrumenten. Sehr gut. Okay, dann bin ich wieder. Ich beantworte ja nicht einfach hier Fragen, ja, also muss ja schon präzise sein. Den neuen Leuten schauen. Oh je. Na, Ruby? Oh. Hast du schon mal die, Real Life war das, darf ich auch auf Ingame wechseln? Ich bin gerade so verwirrt. Was hältst du von Brokkoli? Ja, kannst du machen. Oh, Brokkoli ist super toll. Ich liebe Gott. Brokkoli. Hast du das schon mal probiert? Ab und zu, ja. Ist sehr lecker. Sehr gut. Manchmal frage ich mich, wen ich da eingestellt habe. Naja. Gut. Ich muss da gucken, ob ich noch potenziell... Wir haben
Gäste, wir haben Gäste in der Sauna. Ja. Oh ja. Lauf nice. Nur. Obi, lauf. Dein Typ wird verlangt. Ah. Schön. Na komm mal mit, wer die Gäste sind. Ist echt nice gemacht. Huch! Wir gehen. Das Haus ist richtig witzig. Na gut, ich glaube, wir gehen mal. Ich glaube, Ichi möchte los. So, Ichi, hast du alles genau angeguckt? Oh ja, das ist wunderschön hier. Das ist wirklich richtig gut, oder? Also hier kann man sehr... Ich bin auch absolut begeistert. Ja. Sehr schön. Gut. Wenn du willst, können wir wieder los. Die Einrichtung wäre was für den Lachsmann oder so. Wie kommst du jetzt darauf? Habe ich Tisch gehört? Verstehe ich nicht. Weil wir von die... Ja? Weil wir die? Weil wir vorhin diese wunderschönen Palmen gesehen haben, deswegen. Jetzt fängst du wieder mit diesen Palmen an, sag mal. Ist das jetzt eher der niedrige Pilzkonsum, der dich sowas sagen lässt, oder wie ist das bei dir? Ich hab's noch nicht ganz verstanden. Ja, ich stehe gerade auf dem Zug. Ja, wir müssen da irgendwie die richtige Dosierung finden, mein Lieber. Sagen Sie mal, waren Sie nicht der Masseur, der vorhin umgefallen ist? Ja. Ja, also eine richtige Massage von Ihnen hatte ich noch nicht. Ja, dann legen wir mal los. Komm sofort, DJ. Dann kann ich Ihnen schon mal eine gute Erholung bei der Massage. Ja, danke. Mal gucken. Ich hoffe, es hat geholfen. Frau Dr. Stein, Sie müssen sich ziemlich anstrengen bei Ihrem Job, ne? Ja. Dann bitte wählen Sie einen Stuhl, einen Liegestuhl Ihrer Wahl. Dann beginnen wir am besten mit der Nackenmassage. Ach, okay, ja, sehr verspannt. Ich merke das schon. Eieiei, sehr verspannt. Ja, oh Gott, ja, sehr verspannt. Eieiei, aua. Aua. Sie sind aber sehr gründlich dabei. Aber man merkt schon, also ach, ihre Kämpfe lösen sich schon. Oh, puh. Eieiei. Oh ja, so langsam wird es ein bisschen angenehmer. Oder ich merke einfach nichts mehr. Das kann natürlich auch sein. Sehr gut. Ah, au. Ja. Ah, ja, das ist eine gute Stelle. Ja. Ah, super. Ah, wunderbar. Sehr gut. Das fühlt sich alles schon viel, viel, viel besser an. Ja, erst war ich skeptisch, aber Sie machen das sehr, sehr gut. Ah, hervorragend. Vielen Dank. Ich gebe mein Bestes. Ich habe auch nur über den Besten gelernt, also. Wunderbar machen Sie das. Und die komischen metallenen Geräusche muss ich mir bestimmt keine Gedanken drum machen, oder? Nein, da brauchen Sie sich keine Gedanken drum machen. Ja, da bin ich beruhigt. Liegt leider an den Liegestühlen, die sind von der Qualität her zwar sehr gut, die also von der Bequemlichkeit her, allerdings von der Verarbeitung, ja. Ah, da war nochmal ein Punkt. Auf dieser Insel bekommen wir leider nichts Besseres. Oh ja, zwischen den Filterblättern, wunderbar. Ausgezeichnet. Gut. Toll, das klappt ja hervorragend. Ja, das klingt doch wirklich gut. Ja, wunderbar. Ausgezeichnet. Sehr gut. Dann werden wir noch ganz kurz in das Schlammbad wechseln zur Erholung, bitte. Wir sind jetzt im Bereich, zu dem nicht jeder darf. Mal kurz eintauchen und ein bisschen innehalten. Keine und dann Angst, sollten sie sich wieder wie neu fühlen. Du machst mich verlegen. Uiuiuiui. Ach du meine Güte. Herr Vini? Bereit für neue Expertise, bitte. Ich fühle mich hervorragend. Und ich fühle mich hervorragend. Natürlich. Vielen Dank, Herr Ausgezeichnet, das freut mich. 1A. Sehr gerne. Also wenn Sie wieder mal das Bedürfnis haben, bitte gerne buchen. Ja? Gerne. Also heute haben wir noch ohne Terminvergabe, ansonsten kommen Sie gerne wieder. Absolut, mache ich sofort. Wenn ich mal wieder so einen richtig stressigen Tag habe, dann komme ich am nächsten Tag wahrscheinlich vorbei. Hervorragend. Ausgezeichnet, darauf freue ich mich. Wunderbar. Tipptopp. Gerne.
Oh, da oben war ich aber auch noch nicht. Was ist das denn? Da geh erstmal direkt gucken. Oh, da oben war ich auch noch nicht. Ist ja toll. Guck mal, die haben hier drin gelandet. Das war irgendwie klüger, ne? Ja, das ist unser Privathaus. Ah. Genau. Oben haben wir einen kleinen Aussichtspunkt. Ja, allerdings privat, ne? Da drüben sind Schießstände. Und wir wollen das, dass man von die dort trifft. Wozu steht noch? Frau Dr. Stein, Vorsicht. Aber Sie müssen, kommen Sie, Sie am besten wieder stehen. Zurück. Ah, ich verstehe. Ist ein Berufsgespräch. Das könnte, genau. Das ist das Thema, die Damen, ne? Und ihre Herrenbesuche, ja, ja. Haben Sie das hier öfter, wollen ja? Wollen wir nicht dabei sein. Ich vermute, ich sollte jetzt wahrscheinlich gehen, sonst muss ich bei Ihnen wieder arbeiten. Das ist ja immer das Gleiche hier. Das wollen wir doch nicht hoffen. Hat hier gerade jemand geschossen? Nein, alles gut. Passiert nichts. Ja, die schießen gerade auf Ziele. Dort hinten haben wir Zielscheiben installiert. Genau, genau. Also ist alles geplant. Also, es wird auch nach außen einen Zielbereich geben, also einen Schießbereich geben in naher Zukunft zum Üben. Ja, weil diese komischen Wissenschaftler in diesen blauen Anzügen, die streunen ja auf der ganzen Insel herum und sind ja äußerst gefährlich, ne? Ja, ja, das ist richtig. Da muss man immer aufpassen, wenn man denen begegnet. Am besten schießt man als erstes. Absolut, ja, absolut. Sehr cool. Ja, wunderbar, die Spende habe ich schon da gelassen. Absolut. Bei Kati, glaube ich. Das freut mich, vielen, vielen Dank. Das ist sehr, sehr liebenswürdig. Das ist wirklich sehr beeindruckend, was Sie hier geschaffen haben. Dankeschön. Toll. Ja, es würde uns freuen, wenn Sie uns auch weiterempfehlen können. Absolut, absolut. Absolute Weiterempfehlung. 10 von 10. Vielen Dank, vielen Dank. Sehr schön. Vielen Dank. Dann darf ich Sie noch hinaus begleiten? Ja, gerne. Ich muss Sie mich ja wieder umziehen. Sie haben sicher noch Ihre Sachen in der Garderobe. Genau, genau. So, ich ziehe mich kurz um und würde Ihnen dann die Handtücher zum Waschen geben, ja? Absolut, gerne, gerne. Nehme ich Ihnen gerne ab. Freut mich, wir treffen hier viele Leute unterwegs und dann werde ich das auf jeden Fall hier weiterempfehlen. Das ist eine wunderbare Vielen Einrichtung. Vielen Dank, das ist sehr liebenswürdig. Ja, wir geben uns Mühe. Ja, ich denke, es wird sicher noch vieles optimiert werden. Ja. Allerdings. Das, Schlüssel. Ja, der Großteil, denke ich, steht und schon muss ganz mein gut da. Badeanzug natürlich wieder wechseln. Auch diese schöne Beleuchtung. Das und das natürlich aufmachen. Haben uns Mühe gegeben. Unsere Damen sind da auch sehr kreativ, was die Dekoration und so anbelangt. Also wirklich, wirklich gut. Oh, vielen Dank, vielen Dank. So, die können die Wäsche natürlich zur Reinigung geben. Und mein Schloss habe ich vielen abgenommen. Vielen Dank. Ausgezeichnet, perfekt. Sehr gut. Dann bedanke ich mich nochmal für Ihren Besuch, dass Sie uns bei der Eröffnung quasi beehrt haben und freuen uns auf ein Wiedersehen. Ja, wunderbar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke, ja, tschüss. Aber mein Heli steht noch. Ja, ja, da war's. Eine sehr schöne Einrichtung. Ja, das würde ich hervorragend. Gefällt mir sehr gut. Du, ich werde einmal zur Wache im Norden zurückfliegen. Weil ich habe noch eine Idee, was ich hier noch auf vorbeibringen Fall. Könnte. Ja, ich füge dir gerne noch bei mir zu Hause einmal kurz vorbeischauen, wenn das okay wäre. Ich kann da sonst auch gerne eben einmal direkt sonst gleich hinlaufen. Du musst mir gleich nochmal sagen, wo genau du wohnst, wo ich da hinfliegen kann. Quasi hier hinter dem Hügel. Und dann bei der Kurve. Ah ja. Hier oben schon? Ist halt auch nicht weit weg von dem guten Tag. Direkt vor uns. Ach, da an der Kurve, da kann ja, ich raus. Ist. Oder hier bei der guten Teiche. Okay. Und dann gehe ich auch gleich mal kurz den Dr. Jack besuchen. Ich hoffe, dass er sehr da gut, ist. Sehr gut, sehr gut. Zur Customs ruft an. Und sagt, bis später. Bis später. Schnell nach Hause.
Also nach Hause im Sinne von Rettungswache, das ist mein Zuhause. Ehrlicherweise. Damit wir zurückrufen können. Passt ja sehr gut. Oh, ich flieg falsch. Ich hab mir keinen Marker gesetzt. Aber wir müssen ja eigentlich nur Richtung Kugeltank halten. Das ist das Schöne. Ja, ich komm doch! Habt Geduld! Habt Geduld! Komm doch, ich komm doch. Jetzt nicht vom Telefon wegrennen. Komm. Für immer und ewig da oben dieses grüne Symbol, weil ich noch nicht üben Telefon kann. Woodstock war, glaube ich, relativ da. Weit hinten. Hallo? Ja, guten Tag, Dr. Franka Stein, mein Name. Sie hatten angerufen. Oh ja, Frau Dr. Stein, Sie müssen ganz dringend vorbeikommen. Die Mary Lou von der Familie Bull, wir sind gerade bei den Hippies. Der Mary Lou ist jemand über den Fuß gefahren. Die ist ganz schön doll verletzt. Sie braucht dringend Hilfe. Ach du meine Güte, ich bin gerade in Greenfords, aber ich habe mit dem Heli einen kurzen Anflug. Ich bin sofort da. Bis gleich. Alles klar, also wir sind bei den Hippies. Ja, wunderbar, ich komme. Alles klar. Noch mal kurz auf Toilette. Ich bin sofort wieder da. Nur fix. Krieg ich das vielleicht später vorbei. Ich hoffe, die sind da noch ein bisschen unterwegs. Da. Ich hoffe, die sind da noch ein bisschen im Spa beschäftigt. Das Telefon legt automatisch auf, Estrich. Ich glaube nicht, dass da jemand vorher auflegt. Also es legt irgendwann automatisch auf. Aber ab dem 1.7. wird das ja alles besser mit dem Mobiltelefon. Da wird das alles viel einfacher. Oh, Rubberbanding. Wobei das natürlich auch für uns gerade bedeuten könnte, dass wir deutlich mehr arbeiten müssen als jetzt. Ne? Ich meine, ich fliege jetzt irgendwie das erste Mal zu einem richtigen Einsatz im Sinne von, da hat jemand angerufen, hat einen medizinischen Notfall, sonst kam mal zwei in die Rettungswache und sowas. Also es hat sich schon sehr in Grenzen gehalten. Ich hatte eher mit anderen ganz seltsamen Dingen zu tun, die ich dann einfach irgendwo getroffen habe, zufällig.
wenn wir Mobiltelefone haben, könnte es passieren, dass wir quasi den ganzen Tag unterwegs sind und nicht nur von A nach B fliegen. Mal gucken, wie sich das so gibt. Dann mal wieder hier hinten. Ist nicht so auffällig wie an der Straße. Nein! Es hat gerade eine angenehme Temperatur zum Einkochen. Einer kommt. Dann kommt die Frau Doktor. Guten Tag, hallo, ich wurde angerufen. Guten Tag. Hallo. Ja, hallo, jetzt zur Wuchtel. Guten Tag. Ich habe irgendwer was gehört von, wurde angefahren. Hier ist die Patientin. Ach, hier. Der ist die Frau Doktor. Ich, hallo. Warten Sie. Jetzt setz mich einmal zu Ihnen, ja? Da steckt noch ein Stein im Fuß. Ach du meine Güte. Ein Betrunkener, der ist rumgefahren, hat unser Auto umgefahren und ist mir über den Fuß gefahren. Halt auf mit Fuß abschneiden. Mhm. Ich verstehe. Nein. Der mag mir den Fuß abschneiden. Nein, das müssen wir nicht amputieren. Alles gut. Aber ist er mit den ganzen Reifen drüber gefahren oder nur so ganz kurz? Wissen Sie das? Ja, schon so. Der ist so rückwärts gefahren und ich stand hinter dem Auto. Ach du meine Güte, okay. Draufgefahren und dann nach vorne. Passen Sie mal auf. Ich ziehe gleich einmal den Schuh ganz vorsichtig aus, ja? Und dann gucke ich mir das einmal an, ja? Ja. Ja. So. Alles klar, ich sehe schon. Also, kann es nicht sehen. Es ist schon so, dass da so eine kleine Wunde ist, ne? Das blutet schon ein ganz kleines bisschen. Ich hoffe, hier fällt nicht gleich jemand um. Blutet ganz schön. Ja? Ach, das haben wir gleich wieder. Ja? Ich kann nicht hingucken. Ich könnte mich als Praktikant anbieten. Nee, bleiben Sie mal sitzen. Nobody, hast du vielleicht Wasser dabei? Er will immer Fuß abschneiden. Ja. Och, Mann. Ich weiß nicht, ob das schon zum Auskippen reicht. So, pass auf. Wir reinigen das jetzt erstmal. Ja, da ist noch so ein bisschen, da hast du recht, da ist noch ein bisschen Steinchen drin, da ist noch ein bisschen Dreck drin. Wir machen das einmal kurz sauber, ja? Ich hätte zur Not auch eine Kettensäge da. Sagen Sie mal. Nein! Wie unqualifiziert sind Sie eigentlich? Gehen Sie bitte möglichst weit weg von der Patientin, ja? Genau, das macht man mit einer Axt. Oh Gott. Sehr gut. Das sieht doch schon viel besser aus. Das hört auch schon langsam auf zu bluten, ja? Das sieht schon alles viel besser aus. Komm, ich halte Händchen so lange. Einfach dann machen wir da schön. Wenn es weh tut, halt die Hand ganz, ganz dolle fest. Ich überprüfe die Verbände immer einmal bei mir, dass sie auch wirklich gut funktionieren. Und jetzt packen wir den schön ein. Ja. So, das sollte schon besser werden. Das ist aber jetzt mein Fuß. Nein, das ist nicht Ihr Fuß. Das hätten Sie wohl gerne. Ach so. So, wunderbar. Er hat einen Fußfetisch. Der wollte eben schon der Mary Lou den Fuß abpacken und mitnehmen. Ich glaube, der hat einen anderen Fetisch. Mann, ich wollte nur helfen. Ja, wunderbar. Ich glaube, du kannst die Schuhe erstmal wieder anziehen. Warst du weit hier am Fuß erstmal? Hast du denn aktuell noch Schmerzen? Ja, danke. Wieso hat sie keine Hose an? Ich habe vorher schon eine Spritze bekommen von Anna. Ah, sehr gut. Ein bisschen besser. Sehr schön. Ja, die Spritzen, die sind ja eher für die ganz starken Schmerzen. Ich gebe dir mal noch was für die etwas leichteren, wenn das später nochmal wiederkommen sollte. Ja, klar. Da kannst du dann so eine Tablette, ich sag mal viermal am Tag eine Tablette nehmen und dann sollte das eigentlich schnell besser werden, ja? Ja. Ja, wunderbar. Und falls ihr dann noch irgendwie bei der Polizei irgendjemand anzeigen wollt, dann schreibe ich auch gerne einen Attest darüber. Ja. Oh ja, dass du wir haben schon ihn angezeigt. Dass das offiziell ist quasi. Wir haben quasi. Schon ihn angezeigt, aber... Ah ja, wunderbar. Ja, dann setze ich mich... noch nicht, nur so selber. Dann setze ich mich kurz hier hin und schreibe nebenbei das Attest. Ja, dann könnt ihr hier weitermachen. Ja, ja. Wunderbar. Sehr schön. Ja, du bist wirklich ein bisschen freizügig. Wer ist freizügig? Meinst du, dich selber mag? Er ist freizügig. Mag der mag freizügig, ja. Wieder drüben. Schreiben wir mal wieder einen Attest. Ja, du musst halt nicht hingucken, oder? Selber schuld. Das war am Plan. Wir sind den ganzen Weg hierher gelaufen. Ja, ja, Spritkosten eher. Du bist meine Güte, Sprit ich kann auch nichts Sprit dafür. Aber dafür wesen uns alles schön, gepflegt. Ja, ich weiß, danke. Gut, dass die Familie wir dabei passen ist. Auf. Mary Lou? Sind
wir denn? Cool. Doch, jetzt geht sie wieder besser. Buddy, sind wir denn krankenversichert? Was ist krankenversichert? Das, was Opa immer für uns gemacht hat. Wenn Ronald vom Pferd gefallen ist, dass wir dafür nichts bezahlen mussten. Keine Sorge, sie müssen nichts bezahlen. Dann sind wir das. Ich habe nämlich gehört, dass die Steuern für das Gesundheitssystem auch hier sind, hat der Richter Katze mir vorhin erklärt. Also witzigerweise war ich vorhin gerade bei dem Richter, wollte fragen, weil ich halt auch so einen Steuerbescheid in meinem Briefkasten hatte, wie das aussieht. Und der meinte tatsächlich, dass wir auch über die Steuern mitfinanziert werden, ja. Deswegen muss keiner für, das hat er mir vorhin auch gesagt, für unsere Dienste bezahlen. Das ist alles kostenlos. Okay, gut. Das wäre sonst teuer gewesen mit dem Heli und allem. Das ist wirklich toll. Wir haben ja kein Geld. Das macht nichts. Ne? Der Richter Katze passt da schon auf alle auf. Den habe ich heute auch kennengelernt, als ich getestet habe, ob er ein Bier ist. Aber gratis Falafeln gibt es. Oh, das ist ja lieb. Und noch mal Schokolade für die Damen. Mary Ann? Immer dicker. Wo ist denn die andere? So, Attest für Mary Bull nach Verkehrsunfall. Wo ist denn jetzt hier Wuchtu hin? Wie hatte ich das denn immer gemacht? Ist der mit Anna weg? Festgestellte Verletzungen, glaube ich, ne? Die Schokolade ist für die Frau Doktor noch gewesen, falls sie noch nicht genommen hat. Das passt schon, Dankeschön. Naja, ich guck mal, ob ich den noch erwische. Ciao. Ja, Marker Dame, er muss da bleiben. Tschüss. Ich bin noch was. Herr Anka, Nachbar, hast du noch ja? Platz nachher? Achso, du musst zurückfliegen. Ich muss sowieso mit dir reden, das passt perfekt. Warte kurz, bis ich das Attest fertig habe, ja? Grandios, perfekt. Ich habe da nämlich auch noch eine Idee. Warte. Jetzt lass mich mal das Attest schreiben. Ist ja wie im echten Leben, ohne Mist. Das ist wie im echten Leben gerade. Was? Ich habe eigentlich immer hier Finger drauf, dass man lesen kann. Aber ja, ist eine Air-Abflasche. Und ja, das Telefon ist leider extrem laut. Ihr seid auch sehr extrem laut. Ich persönlich, also ich sag dir das gleich, ich mach erstmal das Attest fertig, ja. Tja. Kann jemand ein Lied singen? War ja nicht so schlimm. Stellung, wo hab ich Opa kann ein Lied singen. Links. Oh. Ich kann nur klatschen. Klatschen im Rhythmus? Ja, wenn jemand so. Eine Gitarre hat, kann ich es versuchen. Moment. Ich glaube, ich habe eine. Singen kann ich nicht. Der trägt Riss. Wetsch. Runde, Fuß. Links. Säubert. Ensky? Nee. Der säubert und verbunden. Vermuteter Unfallhergang überrollen des Wer wollt die Gitarre? Ja, bitte. Aber ich kann es nicht versprechen. Ich schlafe da Auto ab und zu mal dabei ein. Über. Ui. Ja, unter ja, besser als hier diese Leichenstarre. Unterschrift Dr. F. Was für ein Lied kannst du spielen? So, Attest ist fertig. Wenn sie das einfach bei der Polizei vorzeigen, dann wissen die auch, dass sie schon bei mir waren und dass ich das auch alles offiziell bestätigt habe, was hier passiert ist, ja? Ja, vielen Dank. Ja, gerne. Danke, dass Frau du so Doktor. Schnell hergekommen bist. Ja, gerne. Dafür bin ich ja da. Ja, wenn ihr nochmal Probleme habt, ruft gerne wieder an. Wunderbar. Ja, okay. Dankeschön. Dann sage ich schon mal tschüss. Oh, das ist aber ein schönes Lied, das er spielt. Tschüss. So, ich komme mit dir mit. Ja, pst. Lass die Leute spielen. Bussi. Tschüss. Ja, doch. Oh, ein schönes Wo bist Lied. Du? Ja. Sehr schönes Lied. Dankeschön für die Musik.
Sehr gerne. So, Herr Nachbar. Ah, die Anna ist wieder da. Ja, da. Okay, das ist aber dunkel. Anna, ein Lied. Wo stehe ich denn eigentlich? Herr Nachbar, ja, weiß ich nicht. Ich hab da so einen kleinen Anschlag auf Sie vor. Wo steht's denn? Da. Oh. Hoffentlich kein Schmuddelkram. Nein, natürlich nicht. Aber ich hab da, Ich lass mich fliegen. Ja, natürlich. Ich werde auch hoffentlich das schaffen. Na los, jetzt will ich passieren. Ja, nachts ist immer ein bisschen schwierig. Mal gucken, ob wir ankommen. Ja, ist egal. Einfach über Kopf oder sowas. Ja, sag so, einfach, was hast du denn Schönes? Jetzt erzähl mal. Sag, wenn du wieder da bist, dann sag ich das. Warum brennt es da hinten? Einfach nicht wundern. Müsstest du da jetzt als Ärztin nicht hin? Ach, nö. Eigentlich habe ich Urlaub. Nö. Ach so. Was ist da passiert? Hm. Ich bin gekutscht. Also, pass auf. Bestimmt Folgendes. Doof gelaufen. Ja. Du hast ja so ein Flugunternehmen. Hast du mittlerweile einen Helikopter? Ich hatte kurzfristig mir mal einen angeguckt, ja? Ja, hervorragend. Also, du hättest ja auch noch ein bisschen Zeit. Im Endeffekt möchte ich gerne am Donnerstag die Rettungswache hier im Süden einweihen, ja? Und für dieses Fest haben wir uns überlegt, dass wir dann auch so kleine Rundflüge anbieten würden. Natürlich von deiner Firma geleitet. Mhm. Und dann direkt mit Werbung natürlich auch für deine Firma. Ja. Sodass du hier quasi dann vielleicht auch gegen eine kleine Scrap-Pauschale die Leute einmal hier um die Insel fliegen kannst. Vielleicht auch mit so einem großen Heli. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Und kannst direkt Werbung mitmachen. Das klingt grundsätzlich gar nicht schlecht. Ich habe noch einen kleinen Gegenvorschlag. Ich darf nicht verrücken. Vielleicht landen wir erstmal. Ja, das war gerade schwierig mit Reden und Landen gleichzeitig. Doch. Ja, ist okay. Oh, schnell runter. Oh, nee, war gut. Ja, danke. Ich park kurz ein, ja? Sag mal, wie sieht's denn aus? So. Der Job, der Leicht läuft jetzt nicht so ganz an. Nehmt ihr auch Praktis? Achso. Vielleicht so irgendwie Rettungsassistenz, Hubschrauber, Assistent? Hast du? Zugeklopft? Nee, oder? Nein. Ach da. Hallo. Brauchen Sie Hilfe? Ich brauche unbedingt. Können Sie einmal mitkommen, bitte? Du siehst, ich bin schwer beschäftigt. Soll ich schon mal mitkommen einfach? Ja, guck dir das schon mal an. Ja, ich komme einfach mal mit. Wenn der den Leuten ja, den Fuß abmachen okay. Hier, ich hab. Ach du meine Güte. Der Winnie. Oh, was ist nee. Es diesmal? Guten Tag. Er hatte gerade einen Unfall. Er ist runtergefallen und jetzt ist ihm total schwindelig. Schwindelig? Sind Sie auf den Kopf gefallen, Herr Winnie? Schwindelig. Ja, nicht nur. Nicht nur auf den Kopf. Ja, ich sehe schon. Ach du meine Güte. Herr Winnie, ich sehe schon. Hier, die Kniescheibe ist raus, nicht wahr? Also, das müsste eigentlich auch höllisch wehtun, aber sie stehen, glaube ich, noch unter Schock. Mhm. Warte, halt meine Hand, da, Alkoholeinfluss. Alles gut. Ja, wahrscheinlich. Das macht das natürlich für Sie jetzt ein bisschen angenehmer, wenn ich versuche, diese Kniescheibe da wieder reinzuhauen, ja? Weil das tut höllisch weh, das kann ich Ihnen versprechen. Machen Sie mal. Ja gut, machen Sie mal, Sascha. Ne? Ist ja auch erstaunlich. Ich kann meine Hand halten. Okay. Auf drei, ja? Ich kann die Hand nicht mehr ausstrecken. Bin gelähmt, Champa. Eins. Soll ich das machen? Hervorragend. Ist wieder drin. Ah. Sehr gut. Oh, das tapfer. Wunderbar. Tapfer. Sehr gut. Neu. Gut, oder? Versuchen Sie mal durch. Vielleicht ein paar Medikamente noch dagegen. Ach, jetzt haben Sie doch Schmerzen. Na gut. Ausnahmsweise. Aber ich gebe Ihnen die Spritzen, weil die Tabletten vertragen sich nicht mit Alkohol, ja? Sehr gut. So, wunderbar. Sollte gleich besser werden. Braucht kurz. Okay, also, Knie ist wieder ganz. Ich sehe schon, Sie haben da auch so eine riesen fette Schürfwunde vom Ellenbogen bis zur Hand nach vorne. Da kann ich höchstens so ein bisschen Verband draufpacken, so ganz lose, ne, dass es auch nicht dolle brennt und so. Aber die wird von alleine verheilen, ehrlicherweise. Okay, alles klar.
Haben Sie noch was zu trinken hier vielleicht? Hole ich ihn sofort. Moment. Muss ich kurz holen gleich. Achso, Sie meinen wahrscheinlich Alkohol, oder? Ja, ja, natürlich. Ist okay, oder? Was denn sonst? Also ich hätte sehr reinen Alkohol da, falls Sie mittlerweile sehr viel abkönnen. Also sehr, sehr reinen Alkohol. Füllen Sie da was ein, bitte. Alles klar. Mann, Sie haben auch einen Glück. Herr Nachbar, Sie passen auf, ja? Dass er nicht umkippt, dass es ihm soweit gut geht. Natürlich. Ja? Als Praktikant auf jeden Fall natürlich. Und sonst so bei ihm? Wie läuft denn das überhaupt? Kim, ich erzähl's dir gleich. Ich hab grad RP-Probleme. Aber sonst? Ich war in diesem komischen Spa und bin da runtergefallen. Oh, das ist ja auch schon mal. Nee. Ach, du meine Güte. Ich erzähl dir gleich was von RP. Das ist im Norden oben. Keine Werbung, ich hab das nicht geschenkt bekommen. Oh, da wollte ich heute eigentlich hin. Irgendwie habe ich mich ablenken lassen. Ja, und dann sind sie. Wie tief sind sie denn da unten? Ich meine. Ja, na, Sie haben jetzt ja nicht so gute Erfahrungen gemacht, oder? Schauen Sie mal. Sehr, sehr reiner Alkohol. Vielleicht war es ja auch sein. Nehmen Sie nicht so viel gleichzeitig. Machen wir. Wir sehen uns bestimmt gern. Dann schreibe ich bei Discord an. Zum Trinken? Dann erzähle ich dir das. Oh, wunderbar. Sehr gut, oder? Echt jetzt? Ist das Methylethanol? Das ist Desinfektionsmittel, aber das muss er doch nicht wissen. Sehr schön. Oh, wunderbar. Sie sehen auch schon ein bisschen rosiger aus im Gesicht. Nicht mehr ganz so blass wie am Anfang. Sehr gut. Wunderbar. Ja. Scheint zu laufen. Ja, versuchen Sie mal ganz langsam. Ich wieder Hubschrauber fliegen. Machen Sie mal ganz langsam erstmal hier. Langsam, aber langsam. Ja, sehr gut. Am besten mit einem kleinen Krückstock oder sowas. Sehr schön. Warte mal, ich glaube, ich habe noch einen Schluck. Hier. Warte mal, ich. Guck mal, warte mal, ich glaube, ich habe noch einen Stock, ja, sieht gut aus. Stock im Arsch. Sehr schön. Sekunde. Ja, hervorragend. Ja, nicht schlecht. Das sieht doch gut aus. Ja, Sie sind auf jeden Fall wieder helikoptertauglich. Gar kein Problem. Wow. Sagen Sie mal, Herr Winnie. Da kann ja nichts schief gehen. Ja. Auf diese Monumenttouren, die Sie da anbieten, würde ich irgendwann auch nochmal zurückkommen. Das ist so toll gemacht. Das wird super. Ja, rufen Sie an. Mach ich. So, und Frau, wie heißen Sie eigentlich? Sie müssen unter den 20 anrufen in Abwesenheit sein. Sonst sehen wir es nicht. Alles klar. Winnie. Oder eine Nachricht hinterlassen. Guck mal hier. Wie heißen Sie denn, junge Frau? Ich habe noch einen Stock im Hintern gehabt. Den kannst du als Gehstock benutzen, ne? Ach, ich verstehe. Ja, Winnie und Penny. Ja, okay. Dass das Knie, ich würde Ihnen noch zwei Spritzen mitgeben, weil, wie gesagt, die Tabletten vertragen. Die Tabletten vertragen sich nicht mit seinem Alkoholkonsum. Wenn er Schmerzen kriegt, dann hauen Sie ihm einfach einen in den Arm, ja? Ich habe noch eine kleine Wodka-Dusche für dich. Oh, okay. Ja, kann ich. Das ist eigentlich relativ selbsterklärend, das geht ganz easy. Oh, wunderbar. Schmecken lassen. Jetzt sind das Zeug da. Sehr versteckt am Boden. Kleine, also ganz kleine Brennerei. Wunderbar. Ich glaube, dann ist er soweit erstmal safe. Pass schön auf dich auf, sehr schön. Schön vorsichtig fliegen. Danke für die Hilfe, hallo. Frau Stein. Sehr gut, dass Sie Bescheid gesagt haben. Wunderbar. Ich habe mir ernsthaft Sorgen gemacht um meinen Winnie, aber. Ja, natürlich, natürlich. Sieht gut aus, oder Winnie? Ja. Bist du wieder der Alte? Ja, sieht doch wieder richtig rosig aus im Gesicht. Toll. Wir können los. Ja, tschüss. Mal, der wird fliegen. Wie so ein junges Reh. Danke. Flieg davon, tschüss. kleiner Schmetterling. Flieg. Ja. Jetzt fliegt er rückwärts. Das habe ich gut gemacht, oder? Ja. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das so. Oh Gott. Ich meine, auf der anderen Seite. Ja, moin. Na ja, moin. Gut, ich meine, alter Patient ist gleich neuer Patient. Das ist doch gar nicht schlecht. Hallöchen. Ne, der muss es nur wieder bis hierhin schaffen. Er geht gerade relativ tief, ne? Ja, der schafft das schon. Vorsichtig, Franka. Ja, schönen das Tag, ist hierher ja keine Autostraße, ja? Das ist eine Rumstehstraße. Meine Güte, diese Nachbarn immer. Ich sehe ihn immer noch übrigens. Oh, wollen wir trinken? Nee, ich trinke nicht tatsächlich. Jetzt ist er weg. Echt? Gut, jetzt ist er nicht mehr mein Problem, jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Ja, ja, ich auch nicht. Ach, der andere Nachbar ist auch da, ist hervorragend. Hier muss ich auch gleich noch reden. Also. Ja, Mann. Mark. Ja. Ich war gut, oder? Ja. Das müssten wir auf jeden Fall noch üben. Hast du überhaupt irgendwie eine Ausbildung in Erste Hilfe? Fangen wir mal so an. Komm, lass uns mal hinsetzen. Das ist ja unbequem. Also ich bin mal als kleines Kind, bin ich mal hingefallen. Ja. Und hab das mit einem Messer abgekratzt wieder. Also weil da war so ein bisschen der Schürf und den habe ich dann so langsam abgehoben mit dem Messer.
das hat dann eigentlich nach 2 Tagen auch aufgehört zu bluten. Also das war alles okay. Und dann ein bisschen Dreck eingerieben. Also ich denke so die grundsätzliche Versorgungssachen, das ist schon so drin. Oh weia, das wird ja lustig. Also ja, ich würde schon sagen, dass du dann erstmal den Status Praktikanten bräuchtest, bis du wirklich so ein bisschen Erste-Hilfe-affin bist und Patientenkontakt und wie das alles funktioniert. Ich würde dich dann, glaube ich, auch so manchmal mit meinem Sanitäter losschicken, der zeigt dir das dann immer alles, ja? Ihr vertragt euch bestimmt hervorragend. Ja, ich glaube, das zu den Leuten, ne? Das wird sehr gut. Das wird sehr gut mit dem Sanitäter zusammenpassen. Wir sind eine tolle Truppe. Na, da freue ich mich ja. Ja. Ja, auf jeden Fall. Und wenn du das... Dann kann ich mir das ja sparen mit dem Flugtaxi. Wenn du das gut machst, dann würdest du halt quasi auch übernommen werden. Ja? Oh, das klingt spannend. Ich glaube, Sanitäter wäre, glaube ich, mal wirklich was Spannendes. Und wenn du schon sagst, dass du gut fliegen kannst, dann wird das wahrscheinlich auch mit zu deinen Hauptaufgaben dann gehören. Dass wir schnell bei Einsätzen sind, ja? Sehr gut, ja, ich merke schon. Da habe ich jemanden glücklich gemacht. Ja, das ist ja hervorragend. Ja. Nee, aber also wir müssen jetzt mal übers Geld reden. Okay. Was hast du denn so als Praktikumsgehalt vorgestellt? Na, was ist denn so der Schnitt? Ich habe jetzt 2000 Scrap Schulden. Wieso hast du 2000 Scrap Schulden? Outfit, Heli. Apropos Outfit. Also so ein bisschen Berufskleidung bräuchtest du natürlich schon, ne? Da müssen wir mal gucken, was wir da machen. Einen anderen Hut? Das würde für den Anfang als Praktikant vielleicht sogar schon reichen. Ja, Supi! Toll. Oh weia. Also, du hast jetzt aktuell 2000 Schrottschulden und die möchten das bestimmt auch relativ fix wieder haben, nicht wahr? Morgen, ja. Wow. Aber du kündigst dann nicht morgen wieder, oder? Wenn du die Schulden bezahlt hast. Nein! Okay. Ach, Quatsch. Ich möchte helfen, ich möchte an den Menschen ran. Ich möchte den Menschen zeigen, dass ich ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft bin. Helfen, das retten, das ist mein Leben. Und was nicht zu retten ist, schwierig werden mit dem wertvollen Mitglied der Gesellschaft, aber wir versuchen es mal. Wieso? Das verstehe ich jetzt nicht. Nur so. Na, aber wegen mir oder was? Nee, nicht wegen dir. Alles gut. So, also. Pass auf. Dann wo bist ist du jetzt dein hier. Sanitäter mit... eigentlich? Bitte? Den habe ich noch nie gesehen. Mit dem war ich vorhin tatsächlich dein im Sanitäter. Spa. Sanitäter? Mein Sanitäter, mit dem war ich vorhin im Spa tatsächlich. Haben wir einen Berufsausflug gemacht. Ihr wart im Spa? Mhm. Während der Dienstzeit? Nein, Berufsausflug. Och, Mann, oh. Diensturlaub quasi. Also, pass auf. Oh. Du bist damit jetzt Sanitäter, Praktikant, eventuell Pilot? Oh, lass dich drücken. Oh, weia. Und gut, dafür brauchst du natürlich erstmal. Sanitäterpilot, 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 Sanitäterpilot. Oh Sanitäter, Gott. Ich bin Sanitäterpilot. Was habe ich getan? Gut. Juhu! Ja. Dann brauchst du natürlich erstmal die offiziellen Codes hier für diese Rettungswache und für die Rettungswache im Zweifel auch im Norden. Das sind überall die gleichen. Ja, ich schreibe das einmal auf den Zettel und den Zettel vernichtest du danach bitte, ja? Ich habe keine Ahnung, was da passiert, Itchy. Ich werde ihn auf jeden Fall mit dir losschicken. Das ist der Nachbar von gegenüber, der eigentlich die Rundflüge machen sollte. Das weint ich mit, das wird sehr lustig. Achso, nee. Warte. Da kann ich ja mein Gebäude eigentlich schon abreisen, oder? Ich bin nicht Mist Igor ist. Nee, also ihr Wohngebäude sollten sie auf jeden Fall stehen lassen. Weil ja, das hier ist ja ein Berufsgebäude. Dieses hässliche Klotzding, da braucht man ja nicht mehr. Ja, deswegen. Und ich meine, jetzt bin ich ja... Ich bin einer von euch. Einer von euch. Einer oh von Gott. Euch. Was passiert da? Nee, zum Glück nicht. Muss man die unbedingt immer alle retten? Oder? Also, ja. Oh. Kann man das hier reinwerfen? Das habe ich noch nie probiert. Ich glaube nicht.
löschen, also wischen Sie einfach über die Tinte drüber. Dann steht da ja nichts mehr drauf. Ja, Maja. Was? Aber sind wir jetzt Berufskollegen und dann dürfen wir das nicht mehr, oder was? Was dürfen wir? Duzen! Achso, Entschuldigung, ja, wir ich bin schon wieder... Kollegen, das ist eine Berufskrankheit von mir. Ihr sieht sie immer sofort alle und das ist schwierig wieder rauszukriegen. Du, Marc. Genau. Ja, kein Stress, du, Frau Doktor. Wisch einfach mal drüber und dann ist gut. Hauptsache, keiner findet den Zettel. Hab ich. So. Ich glaube, die Hälfte ist im Bad hängen geblieben, ehrlicherweise. Aber gut, musst du ja wissen. Genau. Da ist ganz viel noch für unterwegs. Jedes Schloss hier in der Wache und im Norden ist mit diesem Code ausgestattet. Da wirst du erstmal beschäftigt sein. Und ich würde dir eine kleine Rundführung schon mal geben, wenn du möchtest. Also, die Türen der Rettungswache, die bleiben natürlich immer offen. Ne? Hier vorne, auch wenn da ein Schloss dran ist, weil sonst klauen die Leute nämlich die Türen, auch wenn da keine Schlösser dran sind. Auch wenn wir nicht da sind, richtig. Ah, ja, das habe ich auch, da gab es mal irgendwelche Leute, die Türen... Ja, ich weiß auch nicht, wer das war. Naja, auf jeden Fall, die Türen hier lassen wir immer offen, falls jemand sich einfach mal ausruhen muss, weil er irgendwie einen anstrengenden Tag hat oder sowas. Das lassen wir hier immer offen, ja. Wie wir quasi so ein bisschen sagen, dass wir nicht da sind, ist, dass das Licht an ist oder halt aus ist. Immer, durchgehend quasi. Das heißt, wenn du kommst, so als zum Dienstantritt quasi, machst du erstmal das Licht an, ja? Und halt wieder aus, wenn du gehst. Ja. Genau. Wenn jemand kommt, ist hier halt so ein kleiner Tresen, da kannst du erstmal gucken, hält er dir gleich eine Waffe an den Kopf oder passt das erstmal so? Traust du dich nach draußen und so, dann kannst du natürlich auch die Tür kann ich ja so machen. Bautz. Rein theoretisch, ja. Gut, dann haben wir hier die Leitstelle, ja? Quasi der Telefonistenjob so ein bisschen. Leiden. Ja, auch. Das auch. Aber das Leiden ist eher so ein bisschen in dem Zimmer nebenan. Genau. Das heißt, wenn jemand anruft, man kann dieses... Okay. Wenn du einmal dieses Telefon reinguckst, da steht ja auch sowas von, du kannst es mit deinem Pager verbinden. Ja? So Trackphone und so. Dann kannst du das mit deinem... Ja, das kann ich. Ah ja, okay. Wunderbar. Das musst du leider nach jedem Aufwachen einmal neu machen. Also, Moment, ich kann das mit meinem Pager von hier aus verbinden, ohne irgendwelche Zusatzsachen? Mit deinem Pager im Kopf, ja. Einfach, genau. Okay. Hab ich gemerkt, Itchy. So, weiter. So. Das hier... Wir müssen noch in Dienst. Vielleicht will jemand gerettet werden. Ja, jetzt entspann dich. Das hier ist das Behandlungszimmer. Beziehungsweise Patientenzimmer. Mhm. Das heißt, die Patienten können natürlich hier sich kurz ausruhen, auch im Bett. Wichtig ist halt hier quasi der Tisch für das Patientengespräch, für Sprechstunden, für Anamnesen. Und falls es sein muss, kann man die Laterne wegräumen und ganz schnell hier so eine Not-OP durchführen. Dann geht das auch als OP-Tisch hier. Oh, geil. Alles in einem quasi. Und falls wir mal jemanden Besoffenen haben, der dann hier anfängt zu randalieren, ja, dann kannst du ja auch einfach die Tür zumachen. Finde ich richtig. Sehr gut. Komm mal weiter. So, das ist nur Deko hier. Hier drin hast du das Lager und unseren Verkaufsautomaten. Mhm. Schön. Ja, hier sind ganz viele Sachen drin. So. Das muss reichen bis zum Ende. Ja? Was krieg ich morgen? Nix. Und übermorgen auch nix. Und übermorgen auch nix. Oh. Ja, ja. Und danach können wir vielleicht nochmal reden. Okay. Na gut. Wenn ich dann auch Doktor bin. Ja, wenn du Doktor bist, dann reden wir nochmal drüber. Dr. Akadamia. Ach nee, wir sind ja da. Nee, Dr. Adamia. Das geht richtig flüssig von der Zunge. Absolut, Dr. absolut. Dr. Akadamia. Richtig runter. Hier drüben ist einfach, da musst du dich auch mal kurz, glaube ich, anmelden. Unser Werkzeugschränkchen. Na klar. Ich habe dich auf jeden Fall lachen gehört, Itchy. Wunderbar. Ja. Dann bauen wir für dich auf jeden Fall auch noch hier so einen schönen Kleiderschrank quasi hin. Später. Da kannst du dann fix deine Dienstkleidung wechseln, ja? In rosa? Oh Gott, bitte nicht. Ach Mann. Hier ist die Garage fürs Dienstfahrzeug. Das steht aktuell im Anger, weil hier vorhin der Polizist zwischengeparkt hat. Und der Schlüssel befindet sich dann hier in der Truhe.
Ja. Hi. Ja. Genau. So. Und dann? Ich habe geklopft. Die Klopffunktion der Tür ist absolut in Ordnung. Das hast du toll gemacht. Super. Überprüfung abgeschlossen. Wunderbar. Ja. Gut, so. Die Spinne lasse ich in Ruhe. Hier oben? Mhm. Haben wir einmal unseren Schlafbereich. Da brauchst du natürlich dann auch noch ein Bettchen. Das kriegen wir hin. Ja. Und hier den kleinen Aufenthaltsraum. Ich hab's ja nicht so weit weg. Oh. Mhm. Machen wir hier auch Partys? Nee. Wir sind tatsächlich sehr, sehr selten hier, ehrlicherweise. Im Kühlschrank ist immer ein bisschen was zu essen, was zu trinken. Oh, okay. Falls auch ein Patient mal was braucht, wie zum Beispiel der Winnie vorhin, dann ist immer was da. Wo holst du das her? Also, das Fleisch von den Bären, die ich getötet habe, die Kartoffeln aus meinem Garten und der Rest kommt aus dem Supermarkt. Ja, ja. Ah. Okay. Genau. Hier gibt es auch noch eine Treppe, aber im Endeffekt ist hier oben nur eine richtig schöne Aussicht. Auf das tolle Haus vom Hermann mittlerweile. Das ist wirklich eine richtig schöne Aussicht. Der war vorher noch nicht da. Ja, aber guck mal, du kannst sogar auf mein Haus schauen. Natürlich. Hast du ein Glück. Genau. Das war's eigentlich. Toll. Schön. Und da hinten, da, das hast du ja schon gesehen, wo wir gelandet haben, das ist der Hangar. Mhm. Und hier wäre noch der Technikraum, aber boah, der ist halt fertig quasi. Ja, wenn man da was brauchen, sagst du Bescheid, ne? Ich kann auch das bisschen Strom verlegen, kann ich auch noch. Ja, wunderbar. Aber es sieht ja eigentlich ganz gut aus, aktuell. Ja. Hui! Ja, guck mal, das klappt doch schon hervorragend. Sehr schön. Ja. Gut, das war's eigentlich mit der Führung. Wunderbar, dann brauche ich meine Berufskleidung. Wehe. Du wolltest nur den Hut wechseln, ne? Oh Gott, das ist in Rot auch noch. Oh. Ja, aber das Weiß passt hervorragend zu deiner kotzenden Wolke hier auf der Schulter. Ja, ist okay. Na gut. Na komm, immerhin zwinge ich dich nicht, dein Röckchen und dein Oberteil auszuziehen, ja? Ach, du bist die Beste. Komm her. Und dein Bart können wir ja leider auch nicht hinter einem Mundschutz verstecken, deswegen läufst du ausnahmsweise ohne Mundschutz rum. Bloß nicht. Ne? Oh. Ich danke dir. Ja, wunderbar. Sag mal, das, was du da anhast, das sieht ja auch schon aus wie so eine Jacke, aber ist das ein Pulli oder eine richtige Jacke, die du da anhast, obenrum? Das ist ein Hoodie. Ja, dann kannst du auch noch die anziehen. Ja, wunderbar. Oh. Sieht ja fast original aus. Gefällt dir nicht, ne? Ist okay. Ja. Oh Mann. Ja, dann lass erstmal weg. Als Praktikant ist noch nicht so Aber schlimm. Das muss ich nur im Dienst anziehen, oder? Ja, natürlich. Deswegen hast du ja hier nachher auch so ein... Nee, passt schon. So ein kleiner Schrank stehen, da kannst du dich dann immer fix umziehen, wenn du dich schlecht fühlst. Und wieder nach Hause gehst. Es gibt ja zumindest keine Spiegel hier. Genau, guck dich nicht so häufig an. So, wunderbar. Ja. Toll. Du, So, und jetzt ab. Leben retten. Ja? Du wolltest doch auch in den Spa, ne? Ja. Wollen wir gleich nochmal gucken, ob die noch da sind? Weil ich wollte dir noch was vorbeibringen eigentlich. Oh, das wäre Weltklasse. Warte mal, ich nehme mal bloß hier aus dem Haus alles raus, weil dann breche ich das Ding hier wirklich ab. Ist egal. Ist gut, ich lese die Nachricht hier. Alter, wie soll ich denn? Ich weiß halt nicht, wie alt die ist. Warum rufen die nicht an? Wo ist denn? Was soll ich denn? So habe ich jetzt Kartoffeln. Ja, die habe ich geschenkt bekommen. Na, jetzt haben wir nicht mehr so wie Script, ne? 2000 Schulden, Alter. Oh Gott, das will. Entschuldigung. Aber man hat es nicht gehört. Naja, dann kann ich erstmal das Auto umparken. Dann fliegen wir erstmal zu Caro, gucken, ob der noch da ist. Weil ich weiß ja nicht, wie alt dieser Zettel ist. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum die nicht anrufen, weil es hat keiner angerufen. Gucken wir uns das an.
Jetzt so langsam kommen die ganzen Leute, ne? Das hatte ich am Anfang überhaupt nicht, diese Laufkundschaft quasi. Jetzt komme ich auch irgendwie gar nicht mehr raus. Und das, wir sind noch nicht mal Mobiltelefone da. Das ist ja das Krasse. Also wie gesagt, sobald die da sind, glaube ich, ist es nur noch so. Dann spielen wir richtig Medic. Da müssen wir echt gucken, dass wir... Oh, super. Dass wir genug kompetentes Personal haben, damit wir auch unser anderes RP so ein bisschen nachvollziehen. Pferd. Nein! Nicht das Pferd umbringen. Jetzt komme ich, jetzt bin ich in dieser, ne? Kennt ihr das Meme? Austin Powers Situation? Ja, friss dich lieber voll, Pferdi. Schau dich bestimmt gleich nochmal an. Hätte vielleicht das Pferd noch ausparken sollen vorher. Alles gut. Gar kein Problem. Erstmal noch den Heli anfahren.